Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Mein Name ist Gunnar Schmid und natürlich wieder, wie immer, mit mir am Mikrofon Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. So, und wenn alles gut geht, dann hören unsere Zuhörer gar nicht, dass wir diesmal nicht nebeneinander sitzen, sondern aus der Ferne miteinander quatschen. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Technik im Griff, oder? Was meinst du? Hoffen wir es. Hoffen wir es. Ja, Vielleicht vielleicht hat auch haben die Technik uns im Griff, man weiß es nie so wir. Ja, man genau. weiß das nicht, wie rum das ist. Wenn es zwischendurch mal knackt, dann ist das vermutlich so. Ich weiß auch nicht, ob ich da noch was dran ändern kann. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Aber im ganz idealen Falle, also wenn das jetzt hier so gut läuft, irgendwie hier mit Remote-Aufnahmen und so weiter, dann werden wir vielleicht irgendwie dann demnächst so einen nächsten oder übernächsten Folge oder sowas als Bonus vielleicht sogar noch einen Livestream anbieten, den wir dann Und da müssen wir vorher. uns auch nie wieder persönlich begegnen. Das wird toll. Wir uns, ja, nee, Ja. genau, richtig, das, ja, vielleicht im Stadion mal. Aber zufällig, das Ja, sprechen wir dann auch gut. nicht mehr ab. Ja, genau. Ja, das ist. Da läuft man sich über die Füße. Ja. Genau, also eventuell in Zukunft sogar mit Livestream, den wir dann vorher irgendwie so per Twitter oder Facebook oder diesen Kanälen irgendwie ankündigen würden. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber in der Gegenwart sind wir, wie man gerade schon im Intro gehört hat, Hessen-Pokalsieger. Ist das nicht herrlich? Es ist der Wahnsinn. Wir Ja. haben uns so darauf gefreut, seit Jahren jetzt. Und wir haben, glaube ich, auch in dieser Winterpausenausgabe schon die Kollegen ganz fuchsig gemacht, mit denen wir aufgenommen haben, die, glaube ich, aus Kiel kamen. Ja. Kein Mist erzählen. Die uns am Ende auch nur noch aufgezogen haben, damit ihr und euer Hessen-Pokal, ja, da guckt ihr jetzt haben. Genau, ja, haben die nicht auch? Da waren doch mehrere, waren jetzt einige Drittligisten, die jetzt irgendwie ihre jeweiligen Verbandspokale gewonnen haben. Paderborn Natürlich, zum aber Beispiel auch. Unser ich glaube, Freund, niemand war so geil da drauf wie wir. unser Freund Stefan irgendwie von Schwarz und Blau, der hat war natürlich auch ganz glücklich. Und ich glaube. War das nicht sogar Kiel? Das habe ich jetzt gerade nicht im Blick. Aber ich meine, da oben Schleswig-Holstein oder wie heißt der Verband? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die haben auch gewonnen. Naja, wie auch immer. Ja, wobei das für die auch nicht mehr so eine zentrale Bedeutung hat. Die sind ja sowieso für den DFB-Pokal Genau, qualifiziert. genau. So wie auch Duisburg. Die haben doch auch den, was ist das, Niederrhein-Pokal auch gewonnen. Aber die waren schon vorher qualifiziert. Von daher war klar, dass dann der Finalgegner, wer ist das, Essen, dann auch schon für den DFB-Pokal qualifiziert ist. Aber es geht ja nicht nur um die DFB-Pokalteilnahme, sondern auch um einen hübschen Pott. Aber bevor wir schon zu tief in den Hessen-Pokal einsteigen, wollen wir vielleicht noch mal kurz einen Rückblick auf die letzten Ligaspiele wagen. Oder wollen wir noch mal drüber sprechen, ob es irgendwas vom Groundhopping gibt dieses Mal? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Also, ich war beim DFB-Pokalfinale und möchte da jetzt nicht wirklich drüber sprechen, weil es scheiße ausgegangen ist. An der Stelle aber empfehlenswerte Eintracht-Podcast. Die Jungs habe ich getroffen vom Spiel und super Typen auf jeden Fall haben uns in ihrem Podcast letztes Mal empfohlen. Natürlich direkt wieder so zurück. Die Ja. haben alles, was passiert ist, rund um dieses Spiel und auch das Spiel an sich eigentlich perfekt eingeordnet. Ja. Das muss ich jetzt nicht nochmal alles wiedergeben. Das haben die perfekt gemacht. Der Eintracht-Podcast ist tatsächlich auch hörenswert für Nicht-Eintrachtler. Zum Auf Teil jeden Fall zumindest. auch, ja. Also ich höre selbst ab und zu mal rein, nicht jede Folge und dann auch nicht immer komplett irgendwie, aber Wir hören natürlich jede Folge. Jetzt mal ein bisschen du vielleicht. freundlicher sein. Du hörst überhaupt keine Podcasts. Wer sagt denn sowas? so, habe ich mal gehört. Ja. Ja, gut. Okay, brauchen wir uns nicht vertiefen. Du warst also in Berlin, mal wieder. Ja, okay. Ansonsten gar nichts. Wie ist das jetzt? Du hast irgendwas erzählt, wolltest du nach Luxemburg eventuell am Wochenende? Das war eher witzig, weil, wie ich schon mehrfach sinnloserweise hier erzählt habe, habe ich hier so ein Abo abgeschlossen für die Quali-Runde. Das sind ja 5 Heimspiele dann und ich wollte zu 2, bei denen ich jetzt auch schon war, und habe dafür ein Abo abgeschlossen, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie man nach Deutschland vorab Tickets geschickt bekommt. Also das ist jetzt auch für Spiele, die dann vielleicht dort ausverkauft sind. Bei denen war ich. Es kommen jetzt, glaube ich, noch 1 oder 2. Also dieses Abo läuft noch.
Und jetzt hatte ich gestern Post, ja, hier Freundschaftsspiel gegen Albanien am Sonntag, Sie als Karteninhaber hier eine freie Karte. Das überlege ich mir jetzt mal noch, ob ich am Sonntag mal durch den Hunsrück quäle oder nicht. Und was war das Aber jetzt? es ist sehr, Luxemburg sehr aufmerksam. Albanien. gegen Albanien. Das war eigentlich schon für die. Ist der alte Klassiker, Wollte ja. gerade sagen, also diese Konstellation, das ist doch schon ja, allein sein Eintrittsgeld wert. Ja, dass ich nicht bezahlt habe, Ja, weil sie mir das das. netterweise geschenkt haben. Also, Aber ja, das ist mal doch. schauen. Das ist Luxemburg Es gegen wäre ganz gut zum Albanien. Runterkommen Ja. eigentlich, also mal schauen. Also die skurrilste Kombination, ich glaube, habe ich das letzte oder vorletzte Mal, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, was ich an Länderspielkombination mal gesehen habe, war ja Südafrika gegen Nordkorea. War ja damals diese WM-Vorbereitungsspiel in der Britta-Arena. Ja, Das stimmt. finde ich auch Wobei ich habe immerhin ein mal Licht Schmuckstück in in meiner Moldawien Sammlung. gesehen. Wen hast du gesehen? Liechtenstein gegen Moldawien. Oh, auch sehr schön. In Liechtenstein. Da möchte ich auch noch mal hin. Ja, großartig. Kann man halt sonst irgendwie machen, aber war super. Ja. Muss man mal, den Ground muss man haben. Auf jeden Fall. Ja, gut. Dann Aber das war's dann auch. war's auch, ja. Naja, es ist ja jetzt auch, geht so richtig in Sommerpause auch. Wobei, es gibt ja noch genug Zeug irgendwie. Also in unteren Ligen gibt es ja noch, so ein paar Oberligen spielen, Ja, glaube ich, noch eine Weile. die spielen ja gerade noch ihre Aufstiegsspiele jetzt die Tage oder haben. Ja. Dann gibt es jetzt die WM-Quali-Runde, also mit den Freundschaftsspielen jetzt. Und Ja, wenn man nächste das Woche ist mag, das dann, ja, glaube genau. ich. Also Fußball läuft ja quasi durch, es ist ja auch Champions League noch. Ja, und dann demnächst der tolle Confed Cup. Ja. Und was haben wir noch? U20 WM läuft gerade, habe ich irgendwie so halb am Rande mitbekommen. Und da ist die deutsche Mannschaft U21 aber irgendwie. müsste auch irgendwie sein, ne? Polen, glaube ich. Ja, genau, richtig. Ja, also vielleicht fällt mir noch irgendwas Schönes ein. Mal gucken. Ja. Und es ist ja also auch demnächst noch diese Aufstiegsspiele von der U19, wo doch die Von U19. unserer U19. Ja, genau, die Ja. spielt doch gegen Eintracht Trier. Ich glaube, das Hinspiel ist am Am 11. nächsten und Sonntag, also Sonntag in der Woche, am 11., 11. 12., Das ist, ja. glaube ich, das Auswärtsspiel in Trier und dann die Woche drauf, sonntags auf dem Hallberg, dann das Rückspiel. Ich werde Ich leider kann nicht leider nicht da beim sein. Rückspiel. Ja, ich auch nicht, ich bin nicht da, aber das hätte ich mir ansonsten vielleicht immer tatsächlich mal auch ein Jugendspiel angeschaut, weil das ist ja schon was auch Ja, ich wichtig für überlege den. tatsächlich, ob ich vielleicht Zeit habe, zum Hinspiel zu fahren. Also beim Rückspiel kann ich einfach nicht, da muss ich arbeiten, aber also mal schauen. Das ist auf jeden Fall spannend, wenn die um den Aufstieg spielen. Ja, das ist auch wirklich wichtig, weil das ist ja, da es ja keine U23 mehr gibt, ist das Ist ja da unsere zweite quasi Mannschaft die gerade, ja. zweite Mannschaft. Und wenn man versucht, von da aus Leute eventuell direkt an die erste ranzuführen, ist es natürlich wichtig, dass die halt in der höchstmöglichen Klasse spielen. Darum geht es ja jetzt, also dass die in die Junioren-Bundesliga aufsteigen. Die ist ja nicht, die ist ja mehrgleisig. Wie viel gibt es davon? Zwei, vier, weiß ich gar Ahnung. nicht. Aber zumindest das wäre dann der Aufstieg in die höchstmögliche Liga. Und klar, dass du da halt zum einen das höchste Niveau hast und auch attraktiv bist für Jugendspieler, die dann halt eventuell dann mal nicht nach, weiß ich nicht, Mainz, Frankfurt, Darmstadt, weiß der Teufel, wohin wechseln, sondern vielleicht dann halt beim SVW bleiben und vielleicht dann auch hier dann im Idealfall natürlich bis in die erste Mannschaft schaffen. Ja, Von also daher, wichtiges wär Spiel. schon sehr geil, Ja. ja. Ja, gut, dann sprechen wir doch mal über die erste Mannschaft und die letzten Spiele in der Liga. Die waren jetzt eigentlich sehr entspannt, weil wir hatten es ja schon in der letzten Folge erzählt. Es konnte schon direkt am nächsten Spieltag schon, eigentlich schon vor dem Spiel, eigentlich schon alles klar sein, in sich in Richtung Klassenerhalt. Und so kam es dann auch. War es dann auch? Genau. Da gab es schon am Freitagabend gab es das Spiel Bremen gegen Halle. Und wie musste das ausgehen? Ich glaube, Bremen durfte nicht gewinnen und dann war schon Genau. klar, dass wir nicht mehr absteigen können. Genau. Dann haben die 1-1 gespielt und dann waren wir Party. am Freitagabend auf dem Sofa schon super entspannt. Betrunken. Ja, nee, das nicht ganz. Aber vielleicht habe ich ein Bier zu Hause getrunken, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, das war Man schon hat mal hier so cool. viel zu feiern dieser Tage, es ist ja furchtbar. Ja, es nimmt ja kein Ende, genau. Ja. Genau, dann gab es dann am Samstag drauf dann unser eigenes Spiel gegen Groß Asbach, ein Heimspiel. Und da hat man schon so ein bisschen gemerkt, da war die Luft ein bisschen raus, dass so die ganz große Anspannung vielleicht ein bisschen abgefallen ist.
mit dem sicheren Klassenerhalt. Und das war dann so eine 0-0. Ja, die unseren haben sich schon bemüht, aber irgendwie hat Ein, so ein bisschen die. auch in der Höhe verdient es 0-0, Ja, muss genau. man einfach so klar sagen, das war, da war die Luft bei allen raus. Ja, Konnte man jetzt auch nehmen, also es ging mir gefühlt ja genauso, also nach dieser Saison dann, okay, wir haben das Ding jetzt sicher und ja, nächstes Heimspiel von mir aus war jetzt nicht mehr so wichtig. Also genau. konnte ich irgendwie auch Ja, nachvollziehen, absolut. Ich war verstehen. da auch jetzt nicht böse drum, dass das Also sie jetzt. haben sich nicht komplett hängen Nee, lassen, also sie haben sich also schon hatten auch bemüht. Chancen. Es gab ein paar Chancen und ja, da kann auch durchaus mal einer reinfallen, irgendwie mit ein bisschen, vielleicht ein bisschen Glück oder so, ne, wenn die Ja, kann Aktion dir vielleicht ein bisschen besser ausgespielt wird. genauso gut kannst 0-1 ausgehen, weil die auch ein paar Chancen hatten. Meine Ja. Güte, also das war jetzt kein total peinliches Spiel. Nee, aber gut. Dann, ja, da war natürlich die Frage, wie gehen denn die letzten beiden Spiele noch an? Wir hatten ja vorher in unserem Interview mit dem Trainer, mit Rüdiger Rehm, hat mir schon mal nachgefragt, gibt es vielleicht auch mal Wechsel, dass vielleicht irgendwelche von den Jüngeren mal ran dürfen? Hat er ja schon klar gesagt, nee, ist eigentlich jetzt nicht vorgesehen. Will eigentlich im Prinzip mit der bestmöglichen Mannschaft spielen, hat jetzt momentan keine Geschenke irgendwie zu verteilen für einfach so. Und so war es dann auch. Also hat im Prinzip eigentlich immer mit der jeweils bestmöglichen Mannschaft spielen lassen. Ja, es hat er wirklich so durchgezogen. Also jetzt vor dem Auswärtsspiel war, glaube ich, auch klar, dass Lorenz nicht bleibt. Genau, das kam dann zu Also dem Zeitpunkt raus, dass er wechseln wird. Können wir genau, gleich dann nochmal drüber sprechen. Ja. dass der uns verlassen wird. Also sprechen wir gleich drüber, aber jetzt für die Aufstellung, er hat gespielt. Er hat auch in den Spielen danach gespielt. Er hat auch gut gespielt, das kommt auch noch dazu. Aber da hätte ja auch sein können. Also mag es auch Trainer geben oder Situationen, in denen man sagt, ja gut, bist halt nächste Saison nicht mehr dabei, ich will jetzt mal die anderen testen oder so. Also klar, die Nee, beste aber Mannschaft spielen lassen. ganz klar, ich meine, Lorenz war ja auch in der Runde ganz klar einer der Leistungsträger. Ich würde sagen, zusammen mit Scheffler eigentlich vielleicht der wichtigste Mann mit vielen, vielen Vorlagen. Ja, und dann in Halle beim Auswärtsspiel, da ging er dann auch gleich vorneweg. Es gab dann Elfmeter. Ruprecht ja immer noch verletzt. Und dann, wer war es neulich? Meier hat ja mal. Meier hat ihn daneben gehauen, Genau, ne? neulich mal daneben geschossen. Der spielte jetzt auch gar nicht. Der Meier können wir gerade mal am Rande erwähnen. Das war jetzt auch ein bisschen traurig. Der hatte sich ja jetzt wieder verletzt. Und da war klar, der wird den Rest der Saison ausfallen. Und ja, mittlerweile ist dann auch rausgekommen. Vertrag wird nicht verlängert. Ist ein bisschen blödes Ende auch, aber passt natürlich irgendwie auch zum Leider gesamten. irgendwie passend, ne, mit dieser Verletzungsanfälligkeit. War schade, weil er jetzt doch dann wenigstens auch mal geknipst hatte und ein paar Genau, Spiele ja. hintereinander gemacht hat. Ja. Ja, aber insgesamt eher unglücklich gelaufen, das Ganze. Ja, absolut. Ja, aber gut. Zurück zum Spiel nach Halle. Also, Elfmeter und Lorenz schnappt sich dann den Ball. Also, geht sozusagen selbstbewusst vorneweg und verwandelt auch problemlos. Ich habe nicht mehr genau im Blick, aber ich glaube, es war relativ früh die Führung. Ja. Hast du es gerade noch Ich habe, parat? also eine Minute habe ich auch nicht parat, aber ich weiß auch, dass es relativ früh war. Ja. Aber Minute kann ich dir nicht auswendig sagen. Nee. Aber ich glaube, wir haben dann noch vor der Halbzeit das 2-0 auch gemacht. Genau, das war, glaube ich, auch noch. Warte mal, ich blätter gerade nochmal schnell zurück. Jetzt bin ich schon so weit. Genau, das war dann schon Peinliches 2-0. Schweigen, ja. Nee, es war schon 2-0 zur Halbzeit. Ja. Das zweite Tor von Müller. Ja, Genau, also oh, und. die 7. Minute war es. Ja. Ja, genau, war Das ziemlich dann, früh, ja. ja. Und dann, ja, und dann in der zweiten Halbzeit kam von Halle eigentlich gar nicht mehr viel. Ich habe auf Twitter von ein paar Hallensern, sagt man so, ich glaube, ne, Sagt man so. gelesen, dass sie da über die Leistung ihres Teams lieber den Mantel des Schweigens legen. Das war dann wohl irgendwie ziemlich dünn und ja. Wen hat er noch nachgelegt? Natürlich Scheffler geht dieser Tage nicht ohne Tor aus einem Spiel. Macht dann noch das 3-0 und das war dann doch fast schon überraschend souverän, wie sie dann da aufgetreten sind. Wobei man sagen muss, es gab ja sehr viele Teams, für die es noch um was zu der Zeit, für Halle ging es auch um nichts mehr. Nee, genau, die waren auch schon durch und die waren im Prinzip so eigentlich so das
vom Saisonverlauf das Gegenstück eigentlich zum SVWW. Die hatten eigentlich eine ziemlich gute Hinrunde gespielt und sind dann irgendwie so in der Rückrunde so peu à peu runtergerutscht. Und bei uns war es ja umgekehrt. Froh, dass die Saison vorbei war, Ja, ja. genau. Also wenn die Saison noch länger gegangen wäre, dann wären die wahrscheinlich irgendwann nach unten reingeputzelt, weil da war jetzt irgendwie so gegen Ende, ging bei denen nicht mehr allzu viel. Und ja, haben wir so einen schönen Auswärtssieg da mitgenommen. Die gute Form bestätigt und dann auch bis auf Platz 10, glaube ich, zu dem Spieltag dann gesprungen. Also sogar die obere Tabellenhälfte erreicht. Ja. Habe ich sowieso noch ein bisschen in der Schwebe mit dem Aalen-Punktabzug oder nicht? Genau, richtig. Ob wir Das, dann ja, genau. Zehnter, Der, Neunter, was auch immer ja, sind. genau. Ja. Genau, und dann kam es zum letzten Saisonspiel zu Hause in der Britta Arena gegen den FSV Frankfurt. Was war ja Das ursprünglich ja überlasse ich mal. dir, weil ich nicht da war. Ach stimmt, du warst ja gar nicht da, genau. Ja, wir hatten ursprünglich ja mal gehofft, dass das irgendwie noch ein spannender Abschluss Hat würde. der FSV sicher auch gehofft? Ja, oder, ja, weiß nicht, was die ursprünglich hatten, sie wahrscheinlich gehofft, dass es das überhaupt nicht spannend ist, sondern die schon irgendwie zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung. Naja, aber gut, wir wissen, wie es gekommen ist. Die waren zu dem Zeitpunkt schon abgeschlagen letzter, sogar ohne den Punktabzug für die Insolvenz, um gegen den sie auch noch eine Weile sich bemüht haben, irgendwie wie sagt man, wegzudiskutieren oder durch Rechtsmittel da beim Ja, sind BVB. noch durch ein paar Instanzen gegangen. Ja, ich glaube, so ein, zwei, ganz so weit wie Aalen haben sie es nicht getrieben, weil es war dann jetzt am Ende ja dann auch egal, weil es auch sportlich Es am war letzten egal und war. es war auch, Ja, glaube ich, so nicht wirklich was zu holen. Also, wahrscheinlich jetzt hätte es auch nichts aus gebracht, ja. unserer Außenperspektive war es irgendwie ein bisschen Genau. vergeblich alles. Da habe ich ja total verwachst bei dem Spiel. Es ist ja, die letzten beiden Der Spiele werden ja Klassiker. immer nicht nur zeitgleich, sondern auch früher angepfiffen, irgendwie um 13:30 Uhr. Wobei ich erinnere mich, letztes oder vorletztes Jahr, da war einer der beiden letzten Spieltage, war nicht 13:30 Uhr, sondern 13:45 Uhr. Ehrlich, das Ja, weiß ich nicht mehr. das, ich weiß nicht mehr, vor ein oder vor 2 Jahren. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es jetzt der vorletzte oder der letzte war, aber halt irgendwie so ganz außer der Reihe, weiß ich auch nicht mehr, was da der Hintergrund war. Naja, jedenfalls 13:30 Uhr und eigentlich weiß ich das ja auch. Ich schreibe es in der Blogvorschau, schreibe ich es noch rein. Ich pflege ja einen Google-Kalender mit dem Spielplan und auch sonst. Und trotzdem hatte ich das an dem Tag nicht auf dem Schirm. War noch gemütlich in der Stadt und dies und das. Und irgendwann dachte ich, na, jetzt müsste ich mal langsam nach Hause irgendwie, wenn ich dann rechtzeitig zum Spiel werde. Das wird jetzt dann, komme ich nicht gar so spät, nicht diesmal nicht ganz so früh da, aber das macht ja auch nichts. Und ja, was passiert? Ich bin um 13:30 Uhr zu Hause, gucke ich nochmal schnell aufs Handy. Ich wohne 10 Minuten maximal vom Stadion weg, also von daher ist das eine völlig akzeptable Zeit, wenn das Spiel um 14 Uhr losgeht. Aber nein, Ja. da gucke ich gerade aufs Handy und dann sehe ich auch schon fünfte Minute. 0:0, bla bla bla. Irgendwas im Ticker. Scheiße. Da dachte ich, huch, jetzt muss ich aber los. Ne? Ja, dann bin ich dann halt dahin geeilt. Ausgerechnet dann, ja, wie gesagt, also ist natürlich der Eingang ist dann natürlich verwaist, bis auf ein paar andere Nachzügler, die gerade noch Karten Bist du überhaupt gekauft noch hatten. reingekommen, Ja, genau, es stand dann, ein Eingang war dann noch da und an dem hat es dann gerade noch gestaut, weil dann dieses Lesegerät für die Eintrittskarten irgendwie nicht ja? ging. Und während sich das alles dann noch klärte und bis ich dann endlich dann da durch war, hörte ich dann gerade von drinnen und döp, döp, döp und dann fiel halt gerade das 1-0. Das hatte ich dann halt gerade verpasst. Na gut. Ich habe es dann später im Fernsehen geschaut, es war ein sehr schönes Tor. Irgendwie Flanke von, wer war es denn? Ich glaube Pezzoni, irgendwie von links und Schäffler in der Mitte machten rein. Zu einer Direktabnahme, glaube ich. Ja, jedenfalls. Nicht noch eine Viertelstunde oder irgendwas. 1-0 oder 20 Minuten. Kurz darauf dann auch das 2-0. Eigentlich wieder Scheffler, der da irgendwie im Strafraum da zum Schuss kommt, aber noch irgendwie Schwadorf trifft oder der steht da noch, hält da noch irgendwie den Fuß hin oder sonst irgendwas. Es war dann offiziell, war es dann Schwadorfs Tor, aber eigentlich also vom Schuss her und der wäre auch so reingegangen, eigentlich schon wieder Scheffler. Ja, und dann gab es noch weitere Chancen und ich dachte, lieber Himmel, haben die Frankfurter keinen Bock mehr. Ne? Ich meine, klar, für die ist irgendwo nachvollziehbar. Ja, absolut. Ja, ich meine,
abgeschlagen. Letzter, für die meisten wahrscheinlich noch keinen Vertrag für die neue Saison bei einem anderen Verein oder wie auch immer. Klar, dass die jetzt irgendwie nicht mehr da großen Bock hatten und wahrscheinlich einfach nur hofften, dass es irgendwann vorbei ist. Aber das sah schon echt traurig aus. Ja. Genau, aber dann nach der Halbzeit offensichtlich hat Gino Lettieri auf der Frankfurter Trainerbank hat auch schon zur Halbzeit, nein, vor der Halbzeit, ich weiß nicht, 40. Minute etwa, schon zwei Spieler gewechselt. War offensichtlich unzufrieden. Und in der Halbzeit Da gab kann man es. froh sein, dass er kein Gefühl, wenn er Ja, unzufrieden ist. ja. Wir kennen ihn und seine Ausbrüche ja Ja, die meiste Zeit inwiefern saß er auch. relativ frustriert einfach nur auf der Bank. Also ist nicht groß Rumpelstilzchen-mäßig rumgehüpft, wie wir das ja früher auch schon gesehen Okay. haben. Ja, aber Situation. Ja. Nee, aber dann offensichtlich gab es dann doch nochmal eine Ansage dann in der Halbzeit, weil da kamen sie doch etwas zielstrebiger und konzentrierter dann irgendwie raus aus der Pause. Und hatten sie erst schon eine gute Chance, wo Kolke mal eingreifen musste. Und dann kam es auch zum 2-1. Was war denn das noch? Ach, das war diese. Habe ich gerade nicht mehr vor Auge. War das diese Geschichte mit dem Freistoß? Nee, das war ein anderes Spiel neulich, ne? Ich bin ja nicht da. Ich überlege gerade, wie ist denn das jetzt gefallen? Weiß ich nicht mehr. Auf Ist jeden Fall schon aber mal. ein gutes Zeichen, dass du es das nicht mehr weißt. Nee, so wichtig war es ja dann am Ende auch nicht. 2-1 jedenfalls, da hat es so ein bisschen gewackelt. Da hätten sie in der Zeit, in der Phase hätten sie vielleicht sogar noch einen Ausgleich schaffen können. Weil sie so tatsächlich so ein bisschen so am Drücker waren. Aber dann kurz danach gab es dann Elfmeter auf der anderen Seite, also für uns. Lorenz wollte eigentlich schon wieder hin. Der wurde auch gefoult oder gehalten. Aber bevor der sich den Ball schnappen konnte, stand Schäffler schon da. Der Unersättliche nimmt sich den Ball und ließ den sich auch nicht mehr wegnehmen. Lorenz war richtig sauer. Der ist dann irgendwie richtig beleidigt dann zur Seitenlinie gestapft und hat dann irgendwie während der Elfmeterausführung irgendwie an der Seite halt was getrunken und glaube ich auch gar nicht hingeschaut. Also er war so richtig angefressen in dem Moment. Der hätte Ja, irgendwie aber gerne. nicht so schön, so Trainer, der ärgert mich oder so. Nee, das nicht, aber er war so richtig so demonstrativ so von wegen, ja, das gucke ich mir überhaupt nicht an. Also, dachte ich, oh, jetzt aber. Ne, nehmen wir es mal Na gut, positiv, der hat noch Ehrgeiz noch bis zum Schluss, ne? brauch uns ja nicht mehr ärgern jetzt. Also die zwei spielen ja nicht mehr zusammen. Nee, aber ich hab's dann am Ende mal positiv ausgelegt, ne? Der wollte halt auch bis zum Schluss halt was zeigen. Keine Ahnung, vielleicht sich halt auch nochmal interessant machen oder halt auch in der Torbilanz nochmal irgendwas machen oder sowas. Aber Schäffler ließ sich das jedenfalls nicht nehmen. Verwandelt den Elfer. 3-1 und zum Schluss macht er dann sogar noch ein 4-1. Ja, und das war's dann mit der Drittligasaison 2016-17. Am Und dann Ende, haben wir auf die Tabelle geguckt. ja, genau, und waren am Ende Siebter. Unglaublich eigentlich. Also, Ja. wenn man so an die Winterpause und das, was kurz danach kam, denkt, Ja, gut, krass. zeigt natürlich auch mal wieder. Weil es halt immer so eng dazu geht, so vor allem so im Mittelfeld der Tabelle, hat sich eigentlich, ja, es ist ja alles halt immerhin so meistens so um einen, zwei Punkte Abstand irgendwie. Also, ja, so gerade so in der Tabellenmitte ist gerade mal so ein kleiner Knick. Aber ja, Es klingt schon krass. Es war jetzt, glaube ich, auch die beste Drittliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte, wenn ich das richtig ja, gelesen genau, habe. mit Das ist ja auch erstaunlich nach allem, was wir so schon gesehen 33 haben. Punkte. In Ja. der Hinrunde waren es ja gerade mal 20 Punkte. Ja, wenn du zweimal 33 Punkte machst, dann bist du schon mal ganz gut mit dabei. Ja. Also für den direkten Aufstiegsplatz hätte es jetzt in der Saison nicht gereicht. Duisburg und Kiel haben 68 und 67 Punkte. Aber Relegationsplatz wäre es gewesen quasi. Beziehungsweise, wenn man jetzt den etwas kürzeren Ausschnitt von Rehm nimmt und hochrechnet, seit er da ist, hat man ja auch das letzte Mal ja schon oder schon ein, zwei Mal irgendwie schon erwähnt, dass der einen Bombenschnitt hat und der ist jetzt eher noch besser geworden. Also mit seinem Punktedurchschnitt auf die gesamte Saison hochgerechnet, werden wir Erste. Also das ist schon bemerkenswert. Da Ah, wie können wir schön. eigentlich nur hoffen, dass er zumindest annähernd in dieser Region bleibt. Dann haben wir eine sorgenfreie Saison vor uns. Ich würde das nicht sorgenfrei nennen, wenn wir irgendwo oben rum machen. Wir haben nur andere Sorgen, Ja, schöner hat man vielleicht die Sorgen. Sorgen, fällt man wieder irgendwie vom dritten Platz runter oder irgend sowas, Das sind auch Sorgen, weißt du? ja. Das ist Ja. so, das ist Aber so verklärt in das unserem sind dann Kopf. eher Luxussorgen, also Ja, aber das sind auch Sorgen, glaub mir, ja. Also hier Trainer Bade, schöne Grüße, der hat ja auch gelitten ohne Ende, obwohl Duisburg am Ende relativ
Kann er durchmarschieren, ist dann ja, doch wobei aus die hätten unserer wirklich auch schon Perspektive. locker 3 Wochen vorher eigentlich alles klar machen können. Die haben doch viele Punkte noch hergegeben, fand ich. Ja, aber es war trotzdem, also ich fand so richtig gewackelt haben die für mich nie. Nee, das nicht. Aber auch das kann Stress auslösen. Ja. Völlig, verstehe ich völlig. Ja, genau. Aber wir haben ja eigentlich eh nicht vor, aufzusteigen. Wir wollen ja lieber als Drittligist uns bis zur Champions League durchboxen. Genau. Ja, Und es deshalb. ist, es spricht auch wirklich noch so im Verein, um den Verein rum, keiner richtig aus, ne? Also es traut sich irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja. Wir haben ja schon oft drüber geredet, dass man sich damit so in die Nesseln gesetzt hat, als man gesagt hat, okay, unser Ziel ist das, wir drucken das jetzt ein Jahr lang auf jede Eintrittskarte, zweite Liga und so. Aber recht bemerkenswert fand ich auch im Interview beim letzten Mal, dass der Trainer das ja auch eher so, also so, ja, erstmal aufbauen, bla bla bla, klar, dann Aufstiegsprämie im Vertrag, aber sitzt auch nicht so hinreißen lassen zu sagen, ja, nächstes Jahr voll Angriff, ne? Nee, ich glaube, dass ja, wenn man so sieht, ich glaube, meistens fährt man ganz gut damit, so die, zumindest die öffentliche Zielsetzung Ja, ein bisschen in Ruhe klar. kleiner zu halten. Ansonsten kriegst du es halt immer um die Ohren gehauen, ne? Das ist auch blöd. Klar, ich glaube aber auch, ich glaube nicht mal, dass die sich intern richtig trauen, das so fett Nicht, ich aufzugeben. könnte mir jetzt natürlich vorstellen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt auf jeden Fall, weiß ich, sagen wir mal, oberes Tabellendrittel oder sowas. Das ist jetzt, Ja, also so toll. Das wie. ist ein Ziel, das habe ich auch, wenn ich sehe, dass wir jetzt nach so einer Bombenrückrunde Siebter geworden sind und dass wir ziemlich viel zusammenhalten, wie es gerade Ja. aussieht, was wir später noch erzählen. Ja, oder meinetwegen irgendwie Platz 4 oder sowas wenigstens, als dass er mit direktem Also Einzug in den Platz 4 DFB-Pokal. ist natürlich ein ekliges Ziel. Also wenn du sagen kannst, ich will irgendwie Vierter werden, dann kannst du auch sagen, ich will Dritter werden. Dann kannst du auch sagen, ich will aufsteigen. Ja, dann kann man eigentlich auch Meister werden. Genau. Ja, Also keine so, Ahnung. also Platz 4 als Zielvorgabe für die Saison, ich weiß nicht. Das kannst du irgendwie sagen, wie damals, wenn irgendwie die ersten drei so weit weg sind. Ja. Okay, dann werden wir halt noch Vierter oder so. Zwickau wäre ja auch gerne noch Vierter, konnten Mir ja nicht ging es halt aufsteigen. jetzt mit dem Platz 4 halt darum, dass man halt damit halt schon direkt für den DFB-Pokal qualifiziert ist. Das ist ja auch das Schöne an der Ja. dritten Liga, also dass der Vierte irgendwie auch noch so einen Trostpreis kriegt, ne? Genau, es ist nicht der reine Blechplatz, ja. Ja, aber ich bin sicher, da wird sich keiner wehren, wenn es am Ende dann tatsächlich zu mehr langen würde. Aber gut, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen arg weit in die Zukunft Ja, aber es geblickt. ist schon auffällig, dass sich, glaube ich, wirklich so keiner traut. Also auch jetzt von den Fans her, glaube ich, auch nicht so. Sollen wir das jetzt mal ganz aktiv formulieren? Ja, hau raus. Also ich bestimmt noch nicht. Also Nee. ich traue ja der Sache irgendwie nie. Also ich habe dir ja auch schon geschrieben nach dieser Rückrunde. Das war so geil. Und ich finde es so gerade machen. Ich finde den Trainer so genial im Moment, dass ich mir eigentlich nur irgendwie so in meinem Kopf ausmale, wie wir im November wieder dastehen, 18. sind. Und dann kommt irgendwie so eine Pressekonferenz und sagen, ja, wir freuen uns hier, dass Friedhelm Funkel die Nachfolge von Rüdiger Rehm antritt und so. Und dann spüre ich schon wieder so mein Herz brechen. Ja? Ja. Deswegen gerne aus der Vorbereitung. Nee, ich habe tatsächlich, ich meine, diesmal hat man ja so ein bisschen, wir waren jetzt ja so mit dem Interview und auch mit dem Kabinentalk ja quasi mal so ein bisschen in näherem Kontakt und ich Ja, habe wir sind nicht schon, schon viel zu nah dran an der Scheiße, ey. ja genau, okay, gut, da ist man natürlich dann auch emotional natürlich involviert. Nee, aber auch, Ja. man bekommt halt schon so einen Eindruck, dass der Mann weiß, was er tut und wie er es tut oder wie er es machen möchte. Und also es ist, ich Das bin wirkt schon. eigentlich, das wirkt so richtig gut, was er macht, was er sagt, Ja. wirkt gut, was er macht und auch, weil der Typ ist ja noch total jung. Das ist, Ja. da ist Ich irgendwie noch und habe trotzdem irgendwie so klar in dem, was er macht und formuliert, finde ich. mir bei dem Interview, als ich so mal so gefragt hatte, irgendwie so, ob noch irgendwelche taktischen Variationen und die das und das, ne, da hatte ich, aber ich muss ich sagen, da war ich ein kleines bisschen enttäuscht, dass da jetzt nicht irgendwie so mehr kommt, so von wegen, ja, wir wollen dann vielleicht im Laufe der Zeit noch irgendwie, was auch immer, verschiedene Varianten einstudieren oder sonst irgendwie. Aber vielleicht wollte er auch einfach damit noch nicht rausrücken. Also das, Das hat er nur dir nicht erzählt. das hat er mir wahrscheinlich nicht erzählt. Ja, damit rede ich mich jetzt mal glücklich. Ja, nee, aber also unser Interview, was ich gehört habe, kann man ja nochmal rückwärts empfehlen, sozusagen. Also Genau, ja, also wäre wir das. stellen uns hier mal Fragen, was denken die sich und so. Es war sehr schön, auch vom Verein, dass wir diese Chance hatten, diese Fragen mal zu stellen. Wir haben auch tatsächlich vor, noch diverse andere
Protagonisten oder eher Leute aus dem Hintergrund auch mal zu fragen, zu befragen. Mal gucken, also da ist jetzt noch. Ich würde auch jede Woche mit dem Trainer sprechen, so ist ja nicht. Aber ja, das sollte man sowieso immer mal wiederholen. Mal gucken, ob sich da wieder Gelegenheit ergibt. Aber es gibt ja auch noch diverse andere interessante Personen. Auf jeden Fall. Da können wir vielleicht auch mal irgendwie so eine Interviewfolge machen. Vielleicht mit ein paar mehreren Kürzeren oder sowas. Da müssen wir mal schauen, was wir da hinkriegen. Aber ich muss echt nach dieser Rückrunde und nach diesen Begegnungen, die wir jetzt bisher mit ihm hatten, echt aufpassen, dass ich da nicht in so eine Euphorie verfalle. Ja. Ah gut, wo wir gerade beim Stichwort Euphorie sind, dann gehen wir doch gerade zu unserem letzten Saisonspiel, letztes Pflichtspiel. Es war auf dem Papier ein Auswärtsspiel, de facto aber in der heimischen Britta Arena. Ja. Natürlich das Hessen-Pokalfinale, wir berichteten schon. Gegner Rot-Weiß Hadamar aus der Hessenliga. Auf dem Papier also eine klare Angelegenheit, aber wir kennen ja den Pokal. Der Hessen-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ja, die sind ähnlich wie im DFB-Pokal. Ja, vielleicht sogar noch eigentlich ein bisschen noch schlimmer. Eigentlich noch schlimmer, ja. Also auch wenn man da so als Drittligist der klare Favorit ist, heißt das nicht, dass man da auch mit einem lockeren 3-0 nach Hause geht. Ja. Nee. Also, sagen wir mal so, Chancen gab's. Aber hallo. Einige, ein paar, ja, gab diverse gute Angriffe irgendwie schon in der ersten Halbzeit. Dann irgendwie mal ein Pfostentreffer, einmal Schnellbacher irgendwie aus, weiß nicht, vielleicht 7, 8 Metern oder sowas, relativ freistehend, neben das Tor geschossen. Und ja, ein paar so andere halbe Dinge, die man vielleicht noch konsequenter hätte ausspielen können oder wo der Torwart mal sehr gut pariert hat. Also, wenn du da früher mal irgendwie in Führung gehst, dann wäre das Ding wahrscheinlich ein Selbstläufer. So, dann wird es eine langweilige Nummer. Ja, hätte mich jetzt nicht gestört. Aber hätte so mich auch nicht, absolut nicht. Dann, es war sehr ärgerlich, diese erste Halbzeit, weil man hat schon gemerkt, wir können, wir wollen auch. Ja. Aber irgendwie so das letzte Ding, es ist keiner reingefallen und dann haben sie es auch nicht richtig geschafft, das zu erzwingen. Und man hat schon so ein komisches Gefühl gekriegt irgendwie, also ich jedenfalls, so, wenn es jetzt irgendwie wirklich so wie von Nagel ist. Und dann aber auch wieder gedacht, okay, die kommen eher nicht über die Mittellinie, was soll schon passieren? Ja, wobei so ganz kurz vor der Pause, irgendwie so 1, 2 Minuten vor Halbzeitpfiff, da kamen sie tatsächlich mal bis in den Strafraum. Da musste Kolke raus und gab es auch sogar noch einen kleinen Zusammenprall mit dem Stürmer, aber wurde jetzt keine Elfmeter-Gefahr. Aber da hast du auch schon gedacht, na gut, irgendwie wenn es da so, keine Ahnung, lass dir mal eine Zehntelsekunde später kommen oder eine Sekunde später, ja, dann kriegt er den Ball da nicht mehr, dann gibt es entweder einen Torschuss oder er räumt den Gegner ab oder sonst irgendwas. Also so ein Ansatz von Gefahr war in der Situation schon drin. Ja, und dann nicht allzu weit in der zweiten Halbzeit passiert das dann auch. Die Hadamarer bekommen die erste Ecke und aus der Ecke kommt das 1-0 mit dem ersten Torschuss eigentlich. So, und dann stehst du blöd da. Ja, da denkst du, ey, so scheiße kann Fußball eigentlich gar nicht sein. Wir spielen in eine Richtung die ganze Zeit und ich komme einmal vors Tor und dann ist es halt irgendwie so, ich glaube, da war einer mit dem Fuß schneller dran als Funk, glaube ich, war von uns. Ja, genau. Funk wäre so der Gegenspieler. Und fällt gewesen, er halt aber der war halt einfach gerade einen halben Schritt schneller. Da fällt er halt so irgendwie rein. Ja. Und dann hast du natürlich diese Angst, dass du denkst, okay, wenn das Tor jetzt weiterhin wie vernagelt ist, dann verkacken wir das hier gerade. Ja. Und das wäre richtig bitter gewesen. Und dann, so knappe 10 Minuten später, oder ja, da hätten sie sogar die Chance aufs 2-0, irgendwie mal einen Konter, Flanke, Kopfball, der geht an die Latte. Das deckt sich so über Kolke hinweg. Wenn es ganz dumm läuft, hast du das 2-0 und dann wird es dann richtig eklig, ne? Aha. War auch sehr warm an dem Tag. Also eigentlich wunderschönes Wetter, aber ich meine, hast du schon gemerkt, wenn du da so in der Sonne dann da rumläufst, hat man eigentlich drauf gehofft, okay, da sollten die Profis vielleicht doch einen Zacken besser mit klarkommen, weil sie halt vielleicht doch noch einen Zacken austrainierter sind als. Waren sie ehrlich gesagt auch. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass gerade dann so, also um das mal vorwegzunehmen, später in der Verlängerung dann auch ein paar von Hadamar irgendwie mit Krämpfen auf dem Boden lagen oder wirklich kaum noch laufen konnten. Da waren unsere schon noch ein bisschen fitter, aber die waren natürlich auch irgendwie so komplett platt auch von der Saison. Das hat man denen absolut an.
dass sie kurz vorm Urlaub waren und irgendwie harte Rückrunde und so. Ich glaube schon, dass sie körperlich noch ein bisschen besser drauf waren als der Gegner, aber halt auch doch ziemlich am Ende. Ja. Aber kurz nach dieser besagten Chance zum möglicherweise oder zum möglichen 2-0, gibt es dann auf der Gegenseite mal endlich einen zielstrebigen Angriff. Der klassische Move eigentlich der letzten Monate, irgendwie ein Pass nach links außen. Lorenz mal wieder mit einer guten Flanke hoch in den Strafraum und da kommt Scheffler halt mit hoher Geschwindigkeit und fliegt dann quasi per Kopf da in den Ball und oder mit dem Kopf trifft er den Ball und macht das 1-1. Super wichtig natürlich. Ja. Weil je länger denn der andere ist, ist ja klar, desto schlimmer wird es dann, ne? Wenn er so dann der Außenseite über sich hinauswächst. Torwart war auch gut drauf, der hat einige Da Sachen war ich auch aufgeholt. tödlich erleichtert, als das Ding dann endlich drin Ja. war. Und das hast du auch gesehen, sie wollten das dann auch dann, ja, wie sagt man, das Momentum nutzen irgendwie und dann möglichst schnell auch das 2-1 nachlegen, um dann da die Sache tatsächlich klar zu machen. Muss ich Gelang aber gestehen, hätte ich nicht. auch gedacht, dass sie es noch machen. Ja, ich Also dachte auch, dass jetzt dann so mit dem Schwung dachte, des okay, das Ausgleichs, kommt, das jetzt kippt ist, jetzt. Ja. ja. War auch meine Erwartung, aber tatsächlich passierte nicht. Aber die Chancen gab es, war Das einfach wieder wie vorher, wie vernagelt. ja. Breitkreuz wurde irgendwann eingewechselt. Nein, nicht irgendwann, Ja, der schon hatte. relativ kurz nach der Pause, glaube ich, kam der für Schnellmacher. Ja, der hatte mehrere Dinger kurz vor Schluss. Ja, und dann zum Schluss, also wirklich so in der Nachspielzeit dann sogar noch, wo er den Ball einfach nicht richtig trifft am Fünfer-Eck. Wo er eigentlich frei vom Torwart steht, ja. Ja, oh, Junge, Junge, das war schon schlimm. Gut, also Verlängerung, die war dann relativ mau. Also da kam da eigentlich auch von den Venen eigentlich nur noch lange Bälle. Viel und die anderen Die standen war natürlich dann komplett nur enttäuschend, noch hinten ja. drin, aber so richtig zu Großchancen kam es eigentlich gar nicht mehr, ne? Nee, also so ein bisschen das Gefühl in der Verlängerung, was man hatte, war so, dass unsere Mannschaft sich irgendwie so gedacht hatte, schön, wenn wir das jetzt noch irgendwie machen, aber wenn nicht, haben wir ja einen Torwart, der alle Elfmeter hält. Und ich Ja. glaube, dass die Gegner eher gedacht haben, ey, wir schaffen es eh nicht mehr bis da vorne zum Tor. Und Elfmeterschießen wäre vielleicht so das Maximum, was wir rausholen können. Das hat So er ein bisschen mal fühlte sich diese als Verlängerung an. Außenseiter und körperlich vielleicht auch noch beanspruchte, dass die vielleicht dann sagen, okay, für uns ist Elfmeterschießen großartig, das ist Lotterie, da haben wir dann nochmal eine gute Chance. Ja, so fühlte sich das an, komplett. Ja, unsere, ja, ich meine, halt, die haben es schon versucht, aber wie gesagt, das waren halt alles Ja, zu aber so, präzise und das war dann gar nicht mehr zwingend, fand ich. ja. Also was am Anfang noch so, weiß nicht, so, dass irgendwie der Stürmer für die Flanke zu klein war, am Ende so, fand so richtig. So weit sind die gar nicht mehr gekommen dann. Da war viel ungenau noch dabei. Also, dass sie Genau. wollten, klar, aber so nicht zwingend genug. Ja. Also es war eher eine ehrliche Verlängerung. Genau. Ja, und dann kam es zum Elfmeterschießen. Dann gab es dann noch helle Aufregung auf Seiten der Hadamare, weil auf unsere Tribüne geschossen wurde. Also das Elfmeterschießen ausgetragen wurde. Ja, das habe ich schon im Stadion so ein bisschen mitgekriegt, weil, also eigentlich ist man ja sehr weit weg, wenn die da rumlosen und so, aber es war erstmal, es wurde, glaube ich, nicht gelost. Also wurde dann nur gelost, wer zuerst schießt oder so. Sonst wird hier normal auch ausgelost, auf welches Tor gespielt wird. Ja, Und wobei das statt ist wohl diesen, eine genau, Ermessenssache des Schiedsrichters. Das, genau, genau. aber statt dass diese Losung kam, wurde das irgendwie halt vom Schiedsrichter entschieden. Darf man machen. Also es steht so in den Regeln, wenn er irgendwie einen Grund dafür sieht. Und man hat dann gesehen, dass sich irgendwie, hat er mal sehr lange, sehr ausgiebig darüber bei ihm beschwert hat. Also das hat man im Stadion schon mitgekriegt. Genau. Ja, im Nachhinein habe ich dann gelesen, der offizielle Grund war, dass man halt befürchtete oder davon ausging, wenn es zu irgendwo zu einem Platzsturm kommt, dann halt von der Nordtribüne her und deswegen waren dort auch mehr Polizisten und Ordner irgendwie postiert. Und das war dann wohl der Grund, warum man dann dort das Elfmeterschießen ausgetragen hat und nicht auf der anderen Seite. Ja. Was ehrlich gesagt völlig schwachsinnig klingt. So richtig nachvollziehen kann ich das auch nicht, aber war es uns recht, weil so hat man natürlich dann halt beste Sicht. Wobei ich auch so ein bisschen gebranntes Kind bin. Ich habe auch so mit den Bayern schon diverse Elfmeterschießen erlebt und die gingen auch nicht immer gut aus, wenn das sozusagen auf die Heimkurve ging. Ja, aber da stand nicht Kolke im Tor. Das stimmt, da standen nur solche Nichtskönner wie Manuel Neuer. Genau. Naja, wie auch immer.
Ja, und wo wir schon gerade am Unken sind, was ich auch befürchtete, ist, jetzt hat er irgendwie dann halt in der Ligasaison, was war es, 6 von 7 Elfmetern, glaube ich, gehalten. Und jetzt geht es dann irgendwie in so einen blöden Elfmeterschießen, geht es dann am Ende schief, war mein Gedanke. Und ging dann halt auch Genau so gleich. sah es bei den ersten beiden aus. Genau, ja, Also, die die waren beide ersten. nicht gut geschossen und er war an beiden, glaube ich, am ersten war er dran, an dem zweiten war er nicht ganz dran. Ja, so Aber knapp, also er hätte mit ein bisschen Glück er hätte erwischen beide können. haben können Genau. und er hatte sie aber nicht. Und Genau. da hatte ich dann auch, da habe ich es eigentlich schon davon schwimmen sehen. Ja, und der dritte ging dann souverän rein. Der dritte war einer der besten Elfmeter, die ich Ja, gesehen habe. wobei unsere waren eigentlich auch sehr sicher. Also von uns hat Unsere erst waren auch super, das stimmt, ja. Andrich, Lorenz, Mockenhaupt haben eigentlich alle sehr sicher verwandelt. So, Ja, dann ab. kam der dritte und dann unser großer Auftritt. Da habe ich nämlich gesagt, Deiner. jetzt müssen wir irgendwas machen, genau. Und dann haben wir Anfang, so wie auch, weiß ich, sieht man auch so bei Basketball, irgendwie so bei Freiwürfen oder sowas, dass so die Ja, so Zuschauer hinterm Hose Korb runter dann und so. irgendwie so, Ja, ja, irgendwie halt irgendwie ja. gemacht haben. Wir haben dann halt wild mit den Armen gewackelt und Kannst gejohlt du und bei wir bitte geschrien. mich da raus? Du, Weil ich du. war überhaupt nicht mehr in der Lage, mit den Armen zu wackeln. Ich Ja, war dann sage wirklich ich wir, fertig. der Micha und ich und noch ein paar Ja. andere, wir haben auf jeden Fall alles gegeben. Und siehe da, es hat funktioniert. Der Hadamara hat verschossen, beziehungsweise Kolke hat es sehr gut abgewehrt. Ja, das kommt ja wohl zusammen. Na, klar. Da denkt man, okay, jetzt sind wir im Vorteil, aber Breitkreuz, schon wieder Breitkreuz, keinen guten Tag gehabt, verschießt. Es bleibt also beim 3-3. Dann wieder Hadamar, genau. Wir also wieder, ne, Arme wedeln und so weiter und so weiter. Kolke hält wieder. Ja, also ich würde sagen, wir waren da schon ein bisschen auch beteiligt, ja. Ja, den hat er aber auch saugeil gehalten. Also Ja. ich glaube, der Plan war irgendwie, konnten wir jetzt nicht ganz sehen, ob er den einfach in die Mitte zimmern wollte, ob er den schon so ein bisschen in die Ecke packen wollte. Kolke war auf dem Weg in die Ecke und hat und reißt die Füße hoch und kriegt den halt so. Also Genau. den so spektakulär da rauszufischen, Ja. schon sehr geil. Genau. Und dann unser letzter Schütze Scheffler trifft. Abpfiff. Hess-Pokalsieger. Genau. 5 zu 4 im Elfmeterschießen, beziehungsweise 4 zu 3 plus das 1 zu 1 aus der regulären Spielzeit. War knapp. Sehr knapp sogar, deutlich knapper als erwartet, aber am Ende natürlich Da war großer das Ding, Jubel. ja. Genau, da haben wir den Pott. Es gab vorher zwar die Ansage, es gibt jetzt keine große Feier mit den Spielern, das gibt es dann irgendwie demnächst beim Fanfest, irgendwie mit Saisoneröffnung und sonst irgendwie. Und es sollte auch kein Freibier geben. Naja, am Ende gab es dann doch hinter der Nordtribüne Freibier und es gab, die Spieler Echt? kamen und ließen sich umarmen, feiern. Mockenhaupt hat den Pokal gar nicht mehr hergegeben. Ja, es wäre irgendwie auch fies gewesen, wenn Ja. nicht. Also ich meine, die haben sich sowas echt erkämpft und dann kann Ah, man auch das mal das und Bad nehmen. ja, und ich will ja auch direkt nach dem Spiel feiern und nicht irgendwie 3 Wochen später. Also, Ja, aber genau. von daher alles gut, wie es gelaufen ist. Ja, weiß nicht, aus welchen Ja, Gründen der erstmal vorher wurde ja das Ding. ausgiebig noch auf dem Rasen gefeiert, bis sie dann den Pokal bekommen Ja, hatten und so. klar, mit Pokalübergabe. Und was ich auch sehr schön fand, Hadamare haben ja dann natürlich klar mit ihren Fans sich dann auch bejubeln lassen. Ich meine, für die war das natürlich schon eine große Nummer, logisch. So knapp dran. Und der Torwart, der kam dann aber auch nochmal rüber zu uns von der Nordtribüne. Hat da auch nochmal so den Wehnern, Zuschauern applaudiert, Daumen hoch und so weiter, sich bedankt. Das war extrem süß, fand Fand ich. ich total gut. Ich glaube auch, ich bin jetzt nicht ganz sicher, die hatten, ich glaube, zwei Spieler oder sowas, die in der Jugend in Wien gespielt haben. Könnte sein, dass der auch einer von den beiden ist, dass er vielleicht deswegen auch noch ein bisschen anderen Bezug halt jetzt zum SV Wien hat. Aber trotzdem, irgendwie so, das war auch Aber so Fair Play von beiden Seiten. Also ja, genau, hat er dementsprechend vorher auch noch bejubelt und so. Also fand ich gut, fand er ich stand richtig gut. vorher vor der Kurve und hatte auch ein paar Dinger echt gut rausgeholt und so. Und hat sich dann irgendwie, also die Wehner-Fans haben das anerkannt, dass er halt echt gut gehalten hat. Und er hat sich dafür bedankt, dass sie das anerkannt haben. Das war, ach, da geht mir das Herz auf. Ja, nee, das war schön. Also so muss das doch sein. Also. Ja. Weil sonst.
schimpft man dann den gegnerischen Torhüter oder der, weiß nicht, macht dumme Zeichen, während er Zeitspiel macht und so. Und das ja, ist dann manchmal klar. Eklig. Es ist so schön, das irgendwie auch mal andersrum zu sehen. Ja, ich meine, es gab irgendwie so ein, zwei Situationen, wo er halt da so im Luftkampf dann auch mal einen Gegenspieler getroffen hat. Also Pezzoni ja, hat, gut, der glaube hat, Pezzoni hat ein ein schön Veilchen blaues davon Auge getragen. verpasst. Und wer war es noch? Was Scheffler das andere Mal, der, glaube ich, auch mal einen Moment auf dem Boden lag? Weiß ich nicht mehr genau. Ja. Ja, gut, ich meine, dafür ist er Torwart, ne? Aber das habe ich mir jetzt auch nicht vorgeworfen. Also ich meine, dass der dann da kurz vorm Tor, dass der da halt da mit Schmackes rausgeht und versucht, den Ball rauszuhauen. Also das ist ja keinesfalls Absicht, dass er dann Gegenspieler trifft. Von daher Nee. habe ich mir da jetzt auch innerlich keine Vorwürfe gemacht. Nee, also das war schön. Ja, am Ende sind wir doch, wenn wir so nochmal zurückblicken, doch sehr zufrieden eigentlich mit dem Saisonausgang. Also absolut. Viel besser konnten wir es uns absolut nicht wünschen. Also ich meine, wir haben uns natürlich den Hess-Pokalsieg gewünscht. Und in der Liga hatten wir ja dann spätestens ab der Winterpause ja eigentlich nur noch den Wunsch, drin zu bleiben. Das haben wir dann schon 3 Wochen, 3 Spieltage vor Saisonende schon geschafft gehabt. Und absehbar war es schon ein bisschen länger. Da ging es dann eigentlich nur noch so ums Rechnerische. Also eigentlich dann doch recht souverän am Ende. Und ja, ganz zum Schluss steht dann da sogar ein 7. Platz. Das ist jetzt natürlich, so wenn man den gesamten Saisonverlauf sieht, jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Also das war jetzt nicht, dass man sagen könnte, ja, 7., weil wir halt irgendwie eins der 7 besten Teams waren. Ja, in der Rückrunde sicherlich. Ja. Ja, also, du hast ja den Punkteschnitt schon angesprochen. Ja, also, ja, klar. Also, das ist natürlich ein ganz vielleicht klares ist es der siebte, Rückrunde. Vielleicht ja. ist der 7. Platz doch genau das, was es spiegelt. Also, relativ angefangen, ja, viele Dinger gewonnen. Dann hast du eine ewige Durststrecke und dann bist du wieder richtig gut dabei, was den Punkteschnitt betrifft. Also, ja. Ja, also halt mit, wie häufig, Saison mit Höhen und Tiefen, wobei aber sich die hallo Tiefen lang gezogen haben und dann die Höhen aber gegen Schluss dann auch eigentlich schön lang waren. Da gab es dann eigentlich nur noch kleine Aussetzer oder Ausreißer nur noch nach unten. Ja. Ja. Wer ein vielleicht noch ausführlicheres Saisonfazit oder Rückrundenfazit hören möchte, dem sei an dieser Stelle schon mal empfohlen. Es gibt wieder von den Kollegen von 120minuten.net einen Drittliga-Saisonrückblick, wo alle Drittliga-Podcasts beteiligt sind. Da machen wir natürlich auch mit. Mhm. Wir nehmen auf, ich glaube, am 12. nehmen wir 12. auf. Ja, also Montag in der Woche. Wobei die anderen alle erst später kommen. Das heißt, das wird dann, ich nehme an, das wird dann alles am Stück veröffentlicht. Wahrscheinlich wird es wieder in mehrere Teile geschnitten, weil es sonst zu lang ist. Oder war das alles hintereinander geklatscht? Wie war das das letzte Mal? War das eine lange Folge dann? Ich glaube, oh, tragen ist es aber auch dann insgesamt sehr lang. Also, weil ja, wir ja schon ziemlich lang mit 3 Vereinen nur gesprochen haben. Ja. Weiß ich nicht mehr genau, aber jedenfalls wird es dann wahrscheinlich dann eher Mitte bis Ende Juni, bis das dann erscheint. Aber sobald dann die Folge verfügbar ist, dann sagen wir natürlich auch nochmal Bescheid hier so auf den üblichen Kanälen. Ja. Twitter, Facebook. Vielleicht packen wir es auch nochmal auf die Homepage, falls ich da nochmal irgendwas schreibe oder so. Also da könnt ihr es auf jeden Fall dann auch nochmal nachhören, was wir da erzählen und auch was die anderen Podcast-Kollegen dann so zu ihren jeweiligen Vereinen dann zu erzählen haben. Das sind sowieso, da werden uns ein paar verlassen. Da können wir vielleicht an der Stelle gerade wieder den Bogen zurückspannen zur Ligatabelle. Zur Abschlusstabelle. Ja, wobei ich eine Frage würde ich dir noch stellen. Ja. Anschließend zum Hessen-Pokal. Wen wünschst du dir in der ersten DFB-Pokalrunde? Ja, wen wünsche ich mir da? Also es ist klar, wir kriegen einen Erst- oder Zweitligist und wir haben ein Heimspiel. So viel steht schon mal fest. Was ich mir nicht wünsche, einfach aus Loyalitätsproblem, ist den FC Bayern. Ja gut, wobei das ist ja eine klare Kiste. Also, was ist auch, da haben wir einmal das Stadion voll und dann sind wir raus mit 5-0 oder so. Ja, ja, klar. Aber auch, da hätte ich wahrscheinlich, naja, da ist ich tatsächlich schon wahrscheinlich wäre ich dann für wen, weil so halt aus Underdog-Gedanken und wann gibt es diese Chance jemals wieder und so weiter und so weiter. Und Bayern ist so oft Pokalsieger oder kommt sehr weit. Von daher würde ich dann
Mein Ja, Herz in der Mitte irgendwie teilen, oder? Ich weiß aber auch nicht. wir werden doch Pokalsieger, das hat unser Trainer doch besprochen. Ja, genau. So. Also ich fand sein Ja war überhaupt nicht ironisch, fand ich. Ich glaube, er wusste nicht so recht, was er da sagen wollte, als er mit der Nummer ankam. Nee, war ein bisschen irritiert, aber man hat ja nicht, man hat ja seine Mimik jetzt nicht auf der Aufnahme gesehen, aber ich habe die ja gesehen. Ja. Nee, was ich mir aber eigentlich viel lieber wünsche als einen ganz großen Namen, wäre ein Gegner, den wir vielleicht sogar schlagen können, und dann tatsächlich mal wieder in die zweite Runde kommen. Das fände ich richtig geil. Ja. Letztes Mal, als wir mitgemacht haben, da hatten wir eigentlich genauso einen Gegner. Das war damals der erste FC Kaiserslautern vor mittlerweile 3 Jahren, ne? Ich glaube, jetzt haben wir 2 Jahre. Oder was? Es war es vor 2 Jahren. Oh, das muss schon länger her sein. Warte mal, ich hab's gleich. Ich meine vor. Oder obwohl die nee, 14 war das. Das war 2014, 15, also genau, Ja, 3 Jahre, ja. vor 3 Jahren. Genau, da waren wir eine Saison vorher Vierter geworden, halt mit großem Abstand zu den ersten drei, genau. Das war das Jahr, da wurde auch Darmstadt aufgestiegen. So. Genau, da waren wir Vierter und haben dann in der ersten Runde gegen Kaiserslautern gespielt, die halt irgendwo in der zweiten Liga, ich glaube sogar in der unteren Tabellenhälfte waren oder sowas. Also im Prinzip So wie jetzt. rein nominell eigentlich einer oder fast der schlechtestmögliche Gegner, weil wir können ja irgendwie nur bis, wie sind das, wo sind da die Grenze? Ich glaube Ja, ich glaube, 32, also sprich bei die 14 acht, ist die Grenze. genau, die 18 Erstligisten und dann die 14 besten Zweitligisten, glaube ich, bilden dann den einen Topf. Deswegen können wir zum Beispiel auch nicht Arminia Bielefeld kriegen, weil das wäre ja wieder dieses typische Fußball, so, oh, guck mal hier, der Trainer gegen seinen Ex-Verein. Also, ja, genau. Das wäre sonst das logische Los, also. Das kann aber nicht passieren, weil die 15er geworden. Genau, die können wir nicht kriegen. So, und dann damals war es ja eigentlich soweit. Also ich meine, da hat man sich eigentlich in dem Spiel war man auf Augenhöhe damals mit Kaiserslautern und es ging ja dann 0-0 bis ins Elfmeterschießen. Ja, wo wir dann, ich glaube, wir hatten keinen gehalten und Kaiserslautern hat einen gehalten, also, oder wir haben einen verschossen. Also das Knappestmögliche eigentlich, was so bei so einem Elfmeterschießen passieren kann. Fromlowitz damals bei uns im Tor. Naja, gut. Ja, aber sowas, ich sag mal, sowas in der Richtung wäre mir gar nicht unrecht. Meinetwegen auch Sandhausen oder sowas. Ja. Ja, da musst du halt dann wissen, da kriegst du natürlich dein Stadion aber auch nicht voll. Also, Ja, das weil stimmt. Also irgendwie ist das ist ja auch immer irgendwie so eine Attraktivitätssache, ne? Also, dass du dadurch mal, dass du mal einen guten Gegner hast, einen namhaften Gegner, die Leute ins Stadion kommen, weil du willst ja auch Leute im Stadion haben, die dann vielleicht wiederkommen. ja. Und die kriegst du jetzt nicht unbedingt, wenn du sagst, wir spielen in der ersten Runde gegen Sandhausen. Das stimmt auch. Das war eigentlich auch das Also, Gute an es ist irgendwie so Kaiserslautern, zwie weil die nicht es so ist so weit weg sind zwiegespalten. und eine große Fangemeinde haben. Da war das Stadion Ja. ziemlich voll. Auf jeden Fall mal wieder, weiß ich, über 10.000. Also ganz ausverkauft war es nicht. Also, beziehungsweise es gab auch noch, ich glaube, ein Block bei uns war auch dann gar nicht offen, der N5. Aber auf Ja, jeden aber Fall du. schon eine sehr ordentliche Kulisse. Es gibt Sowas. viele, viele Erstligisten, mit denen du halt dein Stadion dann ausverkaufst. Oder wir hatten, glaube ich, mal gegen Stuttgart gespielt, einigen Jahren. Ja, genau, da Da war, ich war's. war, ich weiß nicht, ob es ganz ausverkauft war, aber auf jeden Fall waren da, glaube ich, die Stehblöcke komplett ausverkauft und so. Das ist ja was, da träumst du ja jetzt von. Ja, na klar. Wolfsburg hatten wir auch mal. Wolfsburg und Stuttgart, glaube ich, jeweils als Meister, ne? Beziehungsweise Stuttgart kam das, die, ich glaube, gegen die kamen wir zweimal. Einmal damals als, wann war denn das? Ja, ich glaube, beim zweiten Mal waren die schon nicht mehr ganz so weit oben. Genau, beim zweiten Mal, da waren sie, war das nicht, das war davor, Wolfsburg damals als Meister, 2009, genau. Die hatte ich beide jedesfalls verpasst, weil das halt gerade in meinem Sommerurlaub waren. War letztes Mal nicht. Und auch dieses Mal, Dieses Mal haben wir aufgepasst. ja, und genau, Urlaub ist dann schon, bin ich dann schon zurück. Wahrscheinlich bin ich sogar schon zum. Ich komme genau am ersten Heim oder am ersten Spieltagswochenende komme ich wieder nach Hause. Könnte Hast du allerdings knapp alles werden, richtig? wenn's. Endlich hast du mal aufgepasst. Ja, könnte allerdings knapp werden, wenn wir schon gleich samstags ein Heimspiel haben. Mal gucken, ob das hinhaut. Naja.
Aber auf jeden Fall, Pokal bin ich auf jeden Fall da. Ja, Das steht schon mal wann ist fest. die Auslosung? Die ist, glaube ich, auch am 11., oder? 11. Juni? Genau, die ist am 11. irgendwie in der Sonntagabend. Sportschau, so, Ja. weiß nicht, ab 5 oder 6 Uhr oder irgend sowas. Und das, ja, gut, machen sie wieder Gedöns mit ihrer Auslosung, bla bla bla. Aber Aber jedenfalls. schön, da mal wieder ein SVW drin zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, schauen wir mal, was da kommt. Was wäre denn so dein Wunsch? Ich bin da, wie gesagt, völlig zwiegespalten. Also zwischen schlagbarer Gegner und der mal irgendwie Leute anzieht. Ja, also eigentlich der perfekte Kompromiss war sowas wie Kaiserslautern. Ne? Vielleicht nehmen wir die einfach wieder. Letztes Mal Ja, waren wir oder knapp dran und der diesmal. Kompromiss ist, dass du halt in der ersten Runde jemanden hast, den kannst und auch schlägst. Und dass es dann noch ein bisschen weitergeht und irgendwann kommen ja diese Gegner. Warte mal, so ein typischer. Oh, wie wär's mit dem HSV? Die sind auch so ein immer ein guter Kandidat, um sich in der ersten Pokalrunde zu blamieren. Ja. Und machen aber auch das Stadion voll. Also das. Ja, Ob vielleicht das sowas. aufgeht, mal gucken. Aber wir marschieren ja eh durch. Das muss man sich dann immer wieder sagen. Ja, das stimmt. Eigentlich kann nichts passieren. Kann ja nichts passieren. Wir müssen jeden schlagen. So. Okay, dann. Gut, wir gucken mal, was da kommt. Jetzt, du hattest schon so eine schöne Überleitung, die habe ich jetzt kaputt gemacht. Ja, warte mal, dann setze ich mir einfach eine neue Kapitelmarke. So, Bums. Oh, kein Problem. Wo waren wir denn? Achso, wir wollten auf die Wollten gucken, wer Abschlusstabelle uns nochmal verlassen hat. kurz gucken, genau, wer uns da verlässt. Da verlassen uns nämlich gleich mehrere Podcasts in die eine oder andere Richtung. Wenn man es jetzt mal aus der Perspektive betrachtet. Also, Meister geworden ist, wie nicht mehr ganz so überraschend, der MSV Duisburg, die eigentlich ja die ganze Saison, glaube ich, auf Platz 1 waren. Oder? Ja, es wurde aber noch mal knapp am Ende. Genau, richtig. Und zwischendurch, so bei den Live-Resultaten, waren sie zwischenzeitlich auch nur noch Zweiter. Nehmen wir Kiel, die am Ende halt einen Punkt dahinter einlaufen. Man lag zwischenzeitlich vorne. Aber auf jeden Fall, das sind die beiden direkten Aufsteiger. Mit Kiel, der hat ja auch einen Podcast. Schönen Gruß an, wie heißen sie, 1912 FM. Und dann Dritter wurde Jahn Regensburg als Aufsteiger bis auf den Aufstiegsplatz und hat sich ja jetzt kürzlich, also vor ein paar Tagen, in der Relegation durchgesetzt gegen 1860 München. So, gut. Über Absteiger sprechen wir gleich nochmal separat. Also Regensburg auch aufgestiegen. Danach dann Magdeburg, die in letzter Zeit dann oder gegen Ende dann doch geschwächelt hatten. Also die hätten eigentlich auch gute Chancen gehabt, da wenigstens Dritter Die zu waren werden. sehr dicht dran. Ja. Ja. Die haben es irgendwie aus eigener Kraft dann nicht mehr. Die haben es irgendwo weggeschmissen, ne? So Ja. vorletzter Spieltag oder so. Ja, auch zu wenig gepunktet irgendwie dann so die letzten, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Spiele irgendwie, da haben sie, glaube ich, einiges liegen lassen. Also das hätten nicht sein müssen, so aus meiner unbedarften Warte heraus. Ich habe die Spiele jetzt nicht so im Detail verfolgt bei denen, wie das jetzt im Detail da gelaufen ist. Aber ich denke mal, die sind nächstes Jahr schon ein heißer Aufstiegskandidat. Dann Zwickau, der zweite Aufsteiger. Stark Fünfter geworden. Die Die aber uns auch. zumindest diese wunderschöne Geschichte beschert haben, so, oh Mist, wir könnten jetzt noch aufsteigen, wir haben ja gar keine Lizenz beantragt. Ja, genau. Ja, die Ist hatten ja auch immer noch witzig. die Hinrunde nicht gut gespielt. Also eigentlich wie wir noch eine Und Idee die waren mit krasser, uns ne? unten, ne? Genau, die waren mit uns, weiß nicht weit entfernt. Ja, warte mal, ich kann mir hier gerade nochmal die Hinrückrundentabelle Wobei aufmachen. die hatten ja dann Die waren, die standen Zwischenspurt sogar und noch haben hinter dann. uns. Die hatten erst 17 Punkte. Leck mich am Ärmel. Wir Die hatten hatten dann so einen 20. Zwischenspurt und haben aber dann gegen Ende auch wieder nachgelassen. Ja, nachdem dann da alles klar war. Aber die sind in der Rückrundentabelle, haben die 39 Punkte gemacht. Sozusagen punktgleich mit Kiel die zweitmeisten, die meisten Punkte in der Rückrunde geholt. Wahnsinn. Ja, auf 6 Osnabrück, die sich zwischenzeitlich auch mal Aufstiegshoffnung gemacht hatten oder zumindest auf Relegationsplatz, die dann aber auch es nicht bis zum Schluss durchziehen konnten. Ja, und dann ein Punkt danach auch schon der SVWW. Haben dann noch Chemnitz zum Beispiel überholt und Preußen Münster, die zwischenzeitlich vor uns waren, Groß Asbach. Dann Ahlen, ja gut, Ahlen ist natürlich so der Fall, die wären jetzt rein vom sportlichen Ergebnis her, hätten sie sich als Fünfter, glaube ich, einsortiert.
Vielleicht wäre es sogar noch besser gelaufen, weil am Ende war dann eigentlich klar, dass das mit ihrem Einspruch und Widerspruch und nochmal hin und her und durch alle Instanzen durch, und jedes Mal wurde es wieder abgelehnt. Vermutlich war dann, oder möglicherweise hätten sie dann die letzten zwei Spiele vielleicht auch noch ein bisschen mehr gepunktet. Ja, Aber das ist jetzt, aber sonst was bei natürlich denen auch gerade war, theoretisch. war ja diese Serie, die sie gestartet haben, direkt nach diesem Punktabzug. Das stimmt, ja. Also, dass sie einfach in der englischen Woche diese 9 Punkte wieder Ja, reinholen, genau. das finde ich eigentlich immer noch total geil. Ja, genau, zu dem Zeitpunkt sind die ja durch den Abzug ja eigentlich in die Absturzzone mit Genau. reingerutscht. So waren Und dann dann irgendwie ist punktgleich irgendwie oder alles eins hinter uns weggefegt, oder sowas, ne? ja. Und dann sind die eigentlich dann noch bis in Aufstiegsregion hoch. Ja. Aber gut, jetzt halt mit 9 Punkten Abzug dann halt irgendwo im Tabellenmittelfeld auf 11. Lotte, der dritte Aufsteiger, ebenfalls 48 Punkte. Die waren zwischenzeitlich ja auch oder lange eigentlich ja sehr gut mit dabei. Der war mit dem Pokalspiel raus. Genau, ja, da war auch so ein bisschen, ich glaube, da ging denen auch so ein bisschen so die Luft Ja, dann aus. Da war so ein bis bisschen so dahin war das so der eine Schwung. Euphoriewelle auch, Ja, ja. genau. Ebenfalls 48 Halle. Und dann eigentlich schon die, die bis zum Schluss zittern mussten, nämlich Erfurt. Schön, dass sie sich noch gerettet haben, hat mich sehr gefreut. Ja, genau. Schönen Gruß an den Kollegen Fedor Freitag von. Er ist Stellungsfehler, heißt ja, glaube ich, sein Blog, ne? Stellungsfehler.de, war das so? Jetzt Du weißt gucke ich es es besser als ich. gerade mal nach, bevor ich es falsch sage hier. Kommt auf jeden Fall in die Ja, Shownotes. genau, Stellungsfehler.de. Wobei da jetzt nicht gar so regelmäßig mehr was passiert. Aber auf Twitter Jetzt kann man vielleicht wieder. dem mal noch folgen. Ja, dann Hansa Rostock mit 46, Fortuna Köln mit 46 und Werder Bremen mit 45 auf Platz 17 haben sich Ärgerlich, ärgerlich, dass die sich noch gerettet mal haben. wieder am letzten Spieltag gerettet. Vor allem auch mit einem sehr späten Tor. Also, Ja, dann es gegen war Aalen am letzten Spieltag. lange auf 0-0. Und hätte zeitgleich Paderborn in Osnabrück gewonnen, hätte Bremen machen können, was sie wollen. Ja, Da hätte es nicht Paderborn hat gereicht, aber nicht aber gewonnen. Paderborn hat nur unentschieden gespielt, also 0-0 blieb es da. Und deswegen sind die auf dem 18. gelandet, womit sie jetzt zunächst mal den Durchmarsch von der Tabellenspitze der ersten Liga bis in die Regionalliga geschafft haben. Aber da ist jetzt nochmal hier kleines Sternchen, Fußnote, sprechen wir gleich noch drüber. Genau. Und was schon vor dem letzten Spieltag feststand, auf den letzten Plätzen Mainz 05 und FSV Frankfurt, die auch den Durchrauschen von der zweiten Liga bis in die Regionalliga. Ja. Genau, ja, womit dann unsere Ist beiden. eigentlich sehr erstaunlich, wenn man da so drüber nachdenkt, was wir jetzt auch angesprochen haben, dass die Aufsteiger so gut sind. Jetzt mit Jahn Regensburg direkt durchgerauscht, Zwickau auch sehr weit oben dran und dass aber dann Absteiger halt auch durchgereicht werden Ja, müssen. genau. Also Zwei von drei find's Absteigern sehr erstaunlich. auf den Abstiegsplätzen. Nur Duisburg schafft den direkten Also weil, also Aufstieg der jetzt. FSV Frankfurt, die werden ja auch, die sind ja auch Letzter ohne diesen Punktabzug. Ja, genau. Ja, schon ziemlich krass. Ja. Für uns jetzt auch insofern blöd. Also ich meine, ich bin jetzt, habe jetzt weder groß für noch gegen Mainz und Frankfurt irgendwas. Aber es ist halt jetzt so rein aus Eigennutz ist es ein bisschen blöd, weil halt jetzt die zwei nächstgelegenen Auswärtsspiele halt weg sind. Das ist halt jetzt schon ein bisschen Also schade. beim FSV tut es mir auch richtig um den Verein leid. Also das ist wirklich scheiße, was da passiert ist, alles drumherum und so. Bei Mainz 2 muss ich jetzt, Mainz 05 sind meine Gefühle jetzt eh nicht so doll für und dann auch noch eine zweite Mannschaft, ja meine Güte. Also ich bin da zwar auch ganz gern mal hin, wenn die nicht am gleichen Tag gespielt haben wie wir, so ja, hier Bruchwegstadion, habe ich es nicht weiter mit dem Spiel an. Aber ganz ehrlich, diese zweiten Mannschaften, die brauchen echt keine Sau in der Liga, das haben wir schon öfter thematisiert. Ja. Genau, aber Bremen bleibt uns erhalten. Und das hat mir auch echt irgendwie wehgetan für Paderborn. Also ich komme jetzt auch nicht irgendwie in den Verdacht, dass ich für die irgendwie großartig was übrig habe. Nee, ich Aber eigentlich das auch ist nicht. schon Das kommt jetzt auch nur krass, ja. dadurch, dass ich den Stefan da vom Schwarz und Blau persönlich kenne, weil der hier Ja, auch also ich in fand Wiesbaden wohnt. diesen Hype, Deswegen habe ich da so ein als die bisschen. Erste waren der ersten Liga, fand ich irgendwie blöd, ja. Und
dann auch, dieses Stadion ist auch echt übel. Also da können wir zwar die Klappe auch nicht so sehr aufreißen, aber reinzukommen und erstmal auf der Mauer zu stehen, so echt irgendwie das Ekelhafteste überhaupt. Also irgendwie so, die packen mich so gar nicht. Und aber so in dem Moment, so von der ersten durch in die vierte, also das würde ich höchstens Darmstadt oder so gönnen, aber also Paderborn. Ja, gut. Ja, also, so ist es. Also ich weiß nicht, ob du jetzt schon drüber reden willst, aber kann ja doch sein, dass sie uns jetzt erhalten bleiben. Genau. Ja, da können wir es jetzt ja gerade mal angehen. Also aus der zweiten Liga stoßen zu uns. Der letzte, das stand schon länger fest, ist der Karlsruhe SC als Absteiger. Und der zweite direkte Absteiger, die Würzburger Kickers, die ja letztes Jahr erst aufgestiegen sind. Die hatten quasi jetzt den Durchmarsch von der Regionalliga durch die dritte bis in die zweite und treten jetzt gerade wieder die Rückreise an. Sind sie wieder da? Eigentlich sehr krass auch. Die hatten eine sehr gute Hinrunde gespielt, standen eigentlich ganz gut da. Die haben kein einziges Ding gewonnen, ne? In der Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen. Nicht wir haben die verhext. Die haben nämlich das Testspiel gegen uns haben die noch gewonnen, eine Woche vor dem Rückrunde. Genau, das war der letzte Sieg wahrscheinlich. Ja. Genau. Und dann haben wir Bernd Hollerbach die Hand geschüttelt und seitdem ging es weg. Gott, haben wir nicht. Nee, unseren Trainer haben wir nicht. Dem habe ich jetzt so oft die Hand geschüttelt bei irgendwelchen Fantreffen oder Interview oder so. Oder ja, nee, Kabinentalk. Den haben wir nicht verhext. Genau, nee. Da liegt es doch nicht an uns. Nein. Aber ja, echt erstaunlich. So, und dann ist jetzt, wie gesagt, Jan Regensburg hat die Relegation gegen 1860 München gewonnen. Und da hat sich jetzt heute herausgestellt, die haben ja auch so ihre Finanzschwierigkeiten und diesen grauenhaften Investor Hasan Ismaik, da irgendein Milliardär angeblich oder zumindest Multimillionär da aus dem, wo kommt der her? Aus Jordanien, ne? Aber basiert, ja. Ist er irgendwo in den Emiraten, da irgendwo in Abu Dhabi, hat er irgendwie, ist er da irgendwie geschäftlich unterwegs, was auch immer er da treibt. Ja gut, das die ganze Geschichte kennt man ja schon irgendwie, was da bei 68, das ist ja furchtbares Durcheinander und ein Chaos, wie da irgendwie der Verein und der Investor da irgendwie versuchen in diese Profi, was in den GmbH haben, die nicht eine KGAA oder was ist das, glaube ich, da irgendwie. Ach du lieber, das ist schlimm. Also ich meine, man kann drüber lachen so von außen irgendwie, aber eigentlich ist es grauenhaft. So, und der hätte jetzt halt bis heute war der Stichtag, hätte der, weiß ich nicht, man spricht irgendwie von 10 oder 11 Millionen irgendwie, die fehlten, die sie hätten nachweisen müssen. Und um das nachzuweisen, hätte wohl irgendwie Ismaik die wohl noch kurzfristig da irgendwie überweisen müssen. Hat er nicht getan. Womit feststeht, 1860 wird nicht nächstes Jahr in der dritten Liga antreten, sondern bestenfalls in der Regionalliga. Was auch immer sie dafür noch jetzt für ihre Lizenz tun müssen, weiß ich nicht. Aber ich hatte zwischendurch schon frohlockt, dass wir da irgendwie in die Allianz Arena fahren, weil in der dritten Liga hätten sie wohl auch in der Allianz Arena weitergespielt. Da gibt es wohl entsprechende... Das wäre auch sehr traurig gewesen, ja, so Drittligaspiele in der Allianz Arena. Natürlich, wir wären natürlich dahin gefahren geregelt, und also ist wahrscheinlich dann geil für diese Auswärtsfans. Also das denkt ja jeder irgendwie so, einmal Allianz Arena und so. Ja, vor allem, du stehst ja dann halt... Wir beide waren da schon oft, ja. Genau, als Gästefan bei den 60ern stehst du ja dann in der Südkurve, wo sonst die Bayern-Fans stehen. So, und, gut, das weißt du besser als ich. Ja, ja, klar. Das ja, weißt du besser als ich. Da kommt man ja sonst so halt als Bayern-Fan ja nur schwerlich rein, weil das sind natürlich voll mit Dauerkarten und sonst irgendwie. Also ich sag mal so als 0815 Bayern-Fan jetzt, so wie ich, der nur ab und zu mal da ist, das ist nicht gar so leicht. So, und da hätte ich die ganze, oder hätten wir die ganze mit ganze Südkurve für uns allein gehabt, mit, keine Ahnung. Wir beide wahrscheinlich. Ja, ein paar kommen dann schon, vielleicht lassen sie eine Busladung kommen und dann hätten wir dann irgendwie, hatte ich mir schon ausgemalt, wie ich dann irgendwie hier vom TP-Book, vom Twitter-Stammtisch die Bekannten dann da irgendwie animiere, ob sie dann nicht vielleicht kommen, wenn das jetzt vielleicht irgendwie nicht parallel zu einem Bayern-Spiel oder Bayern-Auswärtsspiel wäre oder irgend sowas. Ne? Hatte ich dann schon gehofft, dann kommen dann vielleicht welche vorbei, dann machen wir da irgendwie eine schöne, nette kleine Party da im Stadion und ja, das wird nichts. Das finde ich jetzt traurig. Nicht. Ja. Ja. Also. Ich komme drüber weg. Also so,
1860, meine Güte, ey, die sind so kaputt. Ja, genau, So, die die sind so sollen mal, die kaputt. sollen mal wieder klarkommen, ey. Die kann man so als schönes abschreckendes Beispiel nehmen. Ich finde jetzt noch gar nicht mal wegen dieser 50 plus 1 Regel, die ist sowieso ein bisschen, ja, wahrscheinlich eh bald weg. Aber halt, was passiert, wenn du da irgendwie so einen zwielichtigen Investor dann da drin hast? Also zwielichtig im Sinne von, oder auch, ja, keine Ahnung, inkompetent. Also ich meine, das ist ja völlig undurchsichtig, was der da tut, aus welcher Motivation heraus. Ja, schuld sind irgendwie auch immer die anderen. Ja, natürlich, klar. Und Diese Sachen, die man da liest von ihm, so, ja, das ist so viel falsch gelaufen, das hat aber alles nichts mit mir zu tun und so. nee, Der nee, scheint ja völlig, völlig beratungsresistent zu sein. das ist es ja. Irgendwie Das hat ist so, so widerlich, also ohne irgendwelche Gefühle für 60 zu haben, aber also so ein Verein, der sich auf so einen einlässt, dem kann man eigentlich nur das wünschen, was Ja, passiert gut, ich ist. meine, damals hatten sie wohl auch nicht viele Möglichkeiten, weil sie halt auch schon mal wieder am Abgrund oder an der Insolvenz standen oder sowas. Und Ja, da darfst du halt aber auch nicht der auf so kam da einen irgendwie auch, glaube ich, Typen kurz vor reinfallen, ne? knapp. Wie lange Ja. ist das jetzt her? 6 Jahre oder sowas. Aber ja, also das ist echt Katastrophe. Also wirklich das abschreckende Beispiel schlechthin. Das sollte sich jeder Verein sehr, sehr gut überlegen, bevor man da mit irgendwelchen ja, man spricht ja gern vom Scheich, der ist ja gar kein Scheich, aber irgendwie von Scheichs Gefühlter Scheich. oder keine Ahnung, Oligarchen oder sonst irgendwelchen Geschäftsleuten, die jetzt ohne tatsächlich eine konkrete Verbindung zu einem Verein da hinkommen. Also ich meine, wenn jetzt, was weiß ich, mal als Beispiel, jetzt so gerade hier in der dritten Liga sind ja diverse Vereine überhaupt eigentlich nur Drittliga, weil es halt eben ein Unternehmen dahinter gibt, oder ein Geschäftsmann, der da schon lange Ja, halt irgendwie dahinter steht. So, der SVW genau. ist das beste Beispiel. Gibt es aber noch deutlich mehr, ja. Genau, aber da gibt es eine ganze Reihe andere, bei denen das genauso oder ähnlich ist. Wenn jetzt diese Vereine oder diese Firmen dann auch in dem Verein oder in der Spielbetriebsgesellschaft, wie das Ding dann sich nennt, da auch dann investiert sind, finde ich, es ist eigentlich normal, ja. Also das, ja, und auch eigentlich auch nichts gegen einzuwenden. Und den nimmt man es ja dann üblicherweise auch ab, dass es tatsächlich zum Wohle des Vereins handelt. Und dass sie auch nicht gleich irgendwie weglaufen oder immer nur rummeckern oder so, Oder sondern auch dass in sie der auch ständigen wirklich. Konfliktsituation dann mit dem Verein dann sind, der ja dann Oh, dass auch. sie auch ein Interesse dran haben, dass das irgendwie läuft und nicht sagen, so, komm, das ist irgendwie so unser Spielzeug, Ja, ja. also genau. So, und ja. Aber wie sagt man auch, da gibt es auch so einen Hochzeitsspruch irgendwie, schaue, wer sich ewig bindet, oder irgendwie so einen Spruch gibt es auch da. Darum prüfe, wer sich ewig Ja, bindet. genau, so ging das, ja, genau. Du musst das doch wissen, ey, jetzt. Ja, nee, keine Ahnung, ich bin mit diesen ganzen folkloristischen Dingern nicht so bewandert. Aber ich oder was? Hallo? Du hattest das zumindest gerade parat. Gut, Das ist erstaunlich. das lassen wir mal so Neues stehen. Thema. So, ja, also jetzt dadurch, dass 1860 da jetzt durchrauscht, könnte das bedeuten, dass dann halt der höchstplatzierte Absteiger, also in dem Fall der SC Paderborn, sofern er selbst eine Lizenz für die dritte Liga erhält, eben doch nicht absteigt. Das ist jetzt auch das, wo man dann wohl dort natürlich drauf hofft, um den dritten Abstieg in Folge zu vermeiden. Das wäre Da dann wieder so ist. ein Darmstadt, ne? So sportlich abgestiegen, aber wegen jemand anderem dann doch Genau, noch habe in ich der heute dritten auch Liga. schon auf Twitter gelesen, dass da schon so die Scherze kursieren, so von wegen, ja, dass sie dann jetzt Jetzt wieder hoch. quasi dann jetzt direkt wieder hochgehen, ne, bis in die erste Liga, so nach Vorbild Darmstadt. Warten wir es mal ab. Jetzt müssen wir überhaupt erstmal abwarten, ob das jetzt tatsächlich so kommt. Also, weil die hatten ja selbst auch noch irgendwie Ja, ein das wäre Finanzierungsthema. jetzt natürlich Kacke, wenn jetzt Paderborn da irgendwie auch noch schwächelt und nicht reinkommt und am Ende haben wir dann Mainz 2 nächstes Jahr auch wieder dabei. Das wäre richtig bitter, ja, aber Dann hast du ich. zwar dein schönes Auswärtsspiel, aber Ja, nee, ey, also nee, nicht bitte. für den Preis, nee, also das muss dann auch nicht sein. Zumal auch Sandro Schwarz jetzt auch nicht mehr Trainer von der zweiten Mannschaft von Mainz ist. Er ist jetzt befördert worden, ist jetzt der Cheftrainer der ersten. Glückwunsch von dieser Seite und an dieser Stelle. Finde ich Ja, cool. unser Ex-Spieler. Ja, bin ich mal gespannt. Und unser Ex-Teamchef, Ex-Co-Trainer. Ja, bin mal gespannt, wie er sich da macht in der ersten Liga. Freue ich mich drauf. Ja, aber also,
habe heute noch irgendwas, heute Nachmittag noch gelesen. Ich glaube, der Präsident da von Paderborn, der hat, glaube ich, irgendwie eine recht optimistische Message rausgehauen. Weiß ich nicht, auf Facebook oder der irgendwie. Läuft jetzt erstmal einmal nackt durch die Stadt vor. Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, die haben wohl auf rechtzeitig wohl da ihre, was muss man nachweisen, irgendwie Liquidität oder was auch immer. Also das haben sie wohl hingekriegt und sie gehen wohl davon aus, dass sie eine Lizenz kriegen und dann könnte es tatsächlich dazu kommen, dass die eben doch drin bleiben. So, wen haben wir denn als Aufsteiger? Drei Aufsteiger kriegen wir ja ohnehin. Das steht ja fest. Willst du sie mal gerade ansagen? Will ich sie mal ansagen, es gab wieder diese schreckliche Relegation, was wir auch schon oft genug beziehungsweise Aufstiegsrunde heißt haben. Es dann in dem Fall, ja. Aufstiegsrunde was? Eigentlich. Ist ja, ja, also ich sag mal, vom Prinzip her ist es ja genau das gleiche wie Relegation. Ja, Hinspiel, Rückspiel, Europapokal. Ja, nee, Relegation heißt irgendwie, dass tatsächlich halt einer aus der höheren und einer aus der unteren Liga. Oben gegen unten, meinst du? Ja, 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 genau. Stimmt. Ich dachte, das wäre so die Definition von Relegation. Ja, ach. Ja, ist aber es egal. Es ist scheiße. So. Ja, ja, genau. Jedenfalls haben wir es wieder mit Haching jetzt zu tun. Die haben gegen Elversberg gewonnen. Ja, das war auch, glaube ich, sehr eindeutig. Ne? Die hatten schon im Hinspiel, glaube ich, 3-0. Die haben 3-0 im Hinspiel gewonnen und ja. Dann da war es, glaube ich, dann am Ende unentschieden im Rückspiel. Ich war konzertmäßig unterwegs, deswegen habe ich das Rückspiel dann auch gar nicht mehr geguckt, aber es war wohl von Anfang an noch eine klare Kiste, weil die dann auch ihr Auswärtstor gemacht haben mit einem 3-0-Sieg aus dem Hinspiel. Ja, gut. Ja. War das so richtig zu verhindern? Dann hatten wir, was hatten wir denn noch? Gestern habe ich geguckt, Viktoria Köln gegen Karl Zeiss Jena. Mhm. Und Karl Zeiss Jena hat gesetzt. Genau, das war das Hinspiel, glaube ich. War das nicht recht knapp? War das 3-2 oder sowas? Ja, wobei Jena da schon in Köln ziemlich hoch geführt hat. Ach ja, richtig, genau, das war ja in Köln. Die hatten, glaube ich, schon 3-0 geführt und dann ging es nochmal irgendwie 3-2 am Ende genau, aus. Dann, aber dann das war ja auswärts. Da haben sie nochmal 2 gekriegt. Und dann gestern stand es sehr lange 0-0. Dann hat Köln tatsächlich noch einen gemacht. Genau. So 10 Minuten vor Schluss oder so, aber halt keinen zweiten nachgelegt, genau. Und das richtig Bittere war halt, vor allem für Waldhof Mannheim bitter, war dann das dritte Spiel. Meppen hat sich durchgesetzt. Im genau, Elfmeterschießen. Ich glaube, das war beide Spiele 0-0. Genau, beides 0-0 ausgegangen, am Ende Elfmeterschießen und dann ja. Waldhof halt mit einem Pfostenschuss. Das ist so, das zeigt so dieses ganz Bittere. Ja. Zumal es bei Waldhof auch nicht das erste Mal war. War das letztes Jahr direkt? Ich glaube, die haben auch letztes Jahr, waren die auch schon in der Ja, die sind auf jeden Fall jetzt schon mehrfach in diesen Aufstiegsspielen gescheitert. Ja, und jetzt zum zweiten Mal auch hintereinander die Regionalliga Südwest, die ja zwei Teams leer in diese Runde schickt, schon wieder leer ausgegangen. Ne? Deswegen steigen da jetzt, ich glaube, 6 Teams ab. Genau, aber, weil ja auch noch welche runterkommen, genau. Ja. Genau, es kommen ja 2 runter. Haben wir mit Mainz und Frankfurt. Und sie waren eh, glaube ich, schon eins größer vom letzten Jahr. Das zeigt, wie dumm das ist, dass diese Aufstiegsspiele, du hast eine Saison, die ist längst beendet und musst dann warten, steigst du ab oder nicht, weil es an diesen Aufstiegsspielen hängt. Zum Teil ist es auch ja. ist so hirnrissig. Wir haben es ja schon mal thematisiert. Es ist einfach nur jetzt. Genau, ja, das dann... Wer geht denn da runter dann in der Regionalliga? Da Nöttingen, Trier, Teutonia, Watzenborn, Steinberg. Finde ich einen sehr schönen Namen. Aber die sind, glaube ich, auch gerade erst aufgestiegen. Genau, das waren Aufsteiger, genauso wie Nöttingen, die gehen wieder runter. Das Schöne an Watzenborn, Steinberg, das ist übrigens da irgendwo bei... bei Wetzlar ist das. Genau, also die spielen in Wetzlar auf jeden Fall. Ja, richtig. Und da spielt, weiß nicht, ob er jetzt da bleibt, wenn die jetzt absteigen, aber da hat jetzt die Saison gespielt Jonathan Kotzke, der ja mal... So weit runter ist der schon gefallen. Ja. Okay. Habe ich neulich zufällig entdeckt. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund ich da... Ich hatte ihn aus den Augen verloren, als er dann... Aalen war er ja als erstes nach uns. Genau, aber da kam er auch nicht so groß raus. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Wege jetzt so hingekommen ist. Das habe ich jetzt nicht mehr so verfolgt. Ja. So, das waren die 3, die sowieso, aber dann die 3 zusätzlichen Absteiger. Dann Kaiserslautern 2. Homburg und Pirmasens und dann relativ knapp über dem Strich, also Pirmasens hat 42 Punkte und dann 44 Punkte, die Stuttgarter Kickers, die ja letztes Jahr erst zum dritten abgestiegen sind, also sie haben es jetzt gerade so vermieden, da den Durchmarsch nach unten zu machen und Kickers Offenbach, die ja auch einen Punktabzug hatten von 9 Punkten wegen Insolvenz, also für die wäre es, wenn es ein bisschen schlechter gelaufen wäre, auch
Wenn ich ein bisschen schlechter wäre, dann punktemäßig, dann wäre es richtig viel schlechter gelaufen insgesamt. Also das, naja, gut. Ja, und wieder kein Aufsteiger aus der Liga raus. Ja. Ja, und also ich habe jetzt wieder natürlich offene Baustellen fürs nächste Jahr. Also ich war zum Beispiel noch nie in Meppen und auch noch nie in. Das sind also die zwei Auswärtsspiele, die auf jeden Fall irgendwie Ja, da hast du gemacht werden müssen. wieder neue Ziele, das ist doch schön. Genau, so, das war so viel zu den Aufsteigern. Dann haben wir also das Tableau komplett. Dann noch irgendwas zu dem Thema? Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, da haben wir sie jetzt alle durch, oder? Ja, dann würde ich sagen, wenden wir uns doch noch mal dem SVW zu und gucken mal, was so an Personalien schon klar ist. Da gab es ja jetzt Ist schon ziemlich viel klar. schon einiges. Also wir haben es vorhin schon erwähnt. Es gab oder eine ganze Reihe von Verträgen sind ausgelaufen. Von denen einige auch dann vereinsseitig nicht verlängert werden wollten. Verlängert wurden. Einmal so, einmal so, würde ich sagen, ja. Genau, also mit wem man gerne verlängert hätte, ist Marc Lorenz, den hätte man gern behalten. Aber offensichtlich konnte man sich da nicht auf entsprechende Konditionen einigen. Wie man so Wollte zu viel hört, Geld, wir haben ihn ja, nicht bezahlt, fertig. weiß ich nicht, wie man so hört, sind generell die ganzen neuen Verträge etwas leistungsorientierter. Also so gerüchteweise, ne? Das habe ich jetzt nicht irgendwie aus einer offiziellen Quelle. Aber und leistungsorientierter, das heißt dann vermutlich, das Grundgehalt ist etwas niedriger, vielleicht gibt es dafür aber bessere Prämien oder sowas. Ne? Das heißt, wenn es gut läuft, kommst du, weiß nicht, aufs Gleiche, vielleicht sogar auf besser, weiß ich nicht. Aber wenn es halt eben nicht gut läuft, dann wirst du halt weniger verdienen als vorher. Was halt vielleicht ein gewisses Risiko ist, weiß ich nicht, wie das deine Spieler jeweils einschätzt. Dann weißt du auch, also er geht zum KSC, dann weißt du jetzt auch nicht ganz genau, was die ihm geboten haben, aber es Ja, scheint gut, ich besser meine, gewesen zu sein als das, was wir bieten konnten. die streben offensichtlich den direkten Wiederaufstieg an. Also die haben vermutlich auch dann eins der höheren Budgets dann in der dritten Liga. Ich nehme mal an, dass sie dann einfach tatsächlich etwas mehr, vielleicht sogar viel mehr, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber mehr jedenfalls geboten haben oder sicheres, höheres Grundgehalt oder wie auch immer. Sportlich kann man jetzt sich natürlich überlegen, ist das interessanter. Oder errechnet er sich da bessere Chancen aus, um den Aufstieg mitzuspielen, als jetzt? Ich meine, in der Rückrunde, das hat er selbst am eigenen Leibe erfahren, wie gut das jetzt lief. Und er war ja ein wichtiger Bestandteil. Also er hätte sicherlich Also auch. sportlich kann ich es jetzt nicht ganz verstehen, muss ich Ja, sagen. weiß nicht. Also Ah, da wird es ums Finanzielle gegangen, ne? ja, klar. Ich meine, dann war da noch irgendwo so, dann, nachdem das der SVW in seiner Pressemitteilung dann auch relativ klar gesagt hat, kam ja von ihm dann nochmal so eine Antwort, weil er, ja, ich meine, will sich natürlich jetzt nicht irgendwie als Söldner oder sowas abstempeln lassen oder als geldgierig oder so, ne, und dann von wegen es gehen, wäre auch, weiß ich, was war der Ausdruck, mangelnde Wertschätzung oder sowas. Ja. Ja, auch auf dem Kontoauszug, ne? Genau, also ich Ja, meine, aber meine Güte, also ich finde das jetzt auch nicht so er ist ein verwerflich, also. Arbeitnehmer und wenn er sagt, okay, mit dem Angebot, das gefällt mir nicht, ich habe ein besseres und ja, gut. Ja, also werfe ich ihm jetzt auch nicht vor. Also Also ich bin ihm sportlich jetzt kann ich nicht nicht dran. verstehen, aber er wird seine Gründe dann haben. Ja. Und es ist schon ein Verlust Natürlich, nach den ja, letzten klar. Spielen vor Also, allem. die ganze Rückrunde eigentlich, ich meine, er hatte letztes Jahr, als er kam, anfangs schon mal eine gute Phase, aber da halt immer viele Schwankungen irgendwie. Da waren mal gute Spiele dabei und dann aber Ja, auch aber sehr es waren jetzt in schlechte. letzter Zeit waren es viele gute. Ja, die Rückrunde war eigentlich fast durchgehend sehr stark. Da hat er auch wahnsinnig viele Torvorlagen gehabt, ein paar Treffer selbst jetzt gemacht. Also in der Form oder wird es auch schwer jetzt zu ersetzen. Also da müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, wen man jetzt da kriegt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, Ja, wie sie ihn ersetzen wollen, weil genau. aus dem Kader raus sehe ich nicht so ganz. Also da müssen sie echt nochmal nachlegen jetzt. Ja, dann haben wir noch weitere Abgänge.
Lass mal gucken, war da irgendwie, ja genau, das sind jetzt alles welche halt, wo dann der Vertrag nicht verlängert wurden. Die wurden dann vor dem letzten Saisonspiel dann halt alle mit einem, in so einer Massenveranstaltung mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Also außer Lorenz dann noch Max Reule, der Ersatztorwart. Und Michael heißt er, ne? Fitztum. Genau. Bei den beiden kam mittlerweile raus, dass sie nach Groß-Asbach wechseln. Also bei Reule schon letzte Woche, Fitztum kam, glaube ich, heute die Meldung. Dann Lukas Schnellbacher, für den ich es persönlich ein bisschen schade finde. Aber Ja, man ich muss halt auch auch, ja. sagen, gut, er hat jetzt so, kam noch dazu ein bisschen mit Verletzungspech und sowas, aber er hat auch jetzt irgendwie die Entwicklung stockte, ne? Ja, leider, leider. Also, der hat echt Potenzial. Wir sind ja auch alle einig, haben wir schon öfter auch intern mit mehreren Wehen-Fans drüber gesprochen. In Aalen schießt der was weiß ich, wie viele Tore. Genau, Das er geht wird jetzt nach Aalen Stammspieler, da sind wir uns so sicher, ne, ja. zu seinem alten Trainer oder unserem alten Trainer Peter Vollmann. Ich bin ja auch eine Wette noch eingegangen und habe gesagt, der macht nächste Saison zweistellig. Ja, da bin ich absolut dabei. Also da wette ich nicht dagegen. Mal gucken. Was gewinnst du bei der Wette? Was gewinne ich bei der Wette? Vor allem, welcher Idiot hat dagegen gewettet? Welcher Idiot, also bitte. Der Micha war Wen habe ich das. jetzt gerade beleidigt? Den Micha, Ah, der der. kommt damit klar. Genau, und Grüße. Grüße. Genau, ja, bei dem wissen wir auch, er hört uns. Er hört uns immer. Und das war jetzt beim Pokalfinale haben wir gewettet. Da hat er allerdings, weil es war ja auch Vatertag und die hatten eine Vatertagsrunde und er war schon, glaube ich, Der schon. war schon ganz gut Der betankt. war schon gut unterwegs. Ja, ich weiß nicht, falls er sich an die Wette jetzt nicht mehr erinnert, es wird hiermit Jetzt weiß offiziell er's. in die Welt hinaus posaunt. Wir haben gewettet. Er sagte, Schnellbacher macht auf keinen Fall zweistellig. Ich glaube, er wollte sogar, weiß ich nicht, ob er irgendwie sogar eine deutlich niedrige Zahl angeboten hat, aber wir haben das jetzt mal so als Grenze gesetzt. Wenn er es schafft, dann bekomme ich, glaube ich, den Eintritt zum nächsten Hessen-Pokalfinale von ihm. Die Eintrittskarte, beziehungsweise Egal, wer spielt. umgekehrt. Nee, also wenn wir dabei sind. Ja. Falls wir nicht ins Finale kommen, dann glaube ich, weiß ich nicht, was haben wir? Drei Bier und eine Bratwurst oder irgend so ein Quatsch. Also irgendwie sowas um den Dreh. Also drei Ecken, ein Elfer, drei Bierbrat und eine Bratwurst. Ja, oder drei Bier einfach. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas um den Dreh. Das kriegen wir schon hin. Da werden wir uns schon einig. Erstaunlich. Wie kann man Genau. dagegen wetten? Naja. Dann haben wir noch die Herren Patrick Meyer und Daniel Wein. Ja gut, Meyer, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, eher so eine unglückliche Zeit jetzt hier gehabt bei uns, halt mit den ganzen Verletzungen, eigentlich nie lange am Stück gespielt. Jetzt ganz am Ende mal ein paar Spiele gehabt und dann doch wieder eine Verletzung gehabt. Daniel Wein, der sogar am Schluss auch nochmal spielen durfte. Ja. Und es auch gut gemacht hat. Aber da finde ich es, ja, kann ich jetzt schlecht einschätzen, warum man den jetzt nicht. Oh gut, ein Argument Naja, ist gut, ist ja, sicherlich, der fällt auch jetzt aus der U23-Regel genau, raus. das wollte ich gerade Also sagen. das Das ist ist ja, glaube mal, ich, bei Luca ist es, glaube ich, genauso. genau, Bei bei Luca Reule ist ist es das auch auch, bei so. Reule, Fitztum könnte sogar auch noch sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Muss Also ich das ist nachgucken, dann halt auch aber immer so mitten Grund. Also ich glaube, Fitztum war da gar nicht mehr drunter. Aber kann das ist sein, ja. ja auch immer so mitten Grund, dass sie jetzt auch neue junge Spieler holen und aber auch welche abgeben müssen, dass sie nicht mehr in Genau. diese Regelung fallen. Ja. Also man muss Dass du immer eine bestimmte Anzahl im Kader haben musst und dann, genau, die also müssen dann auch, also beziehungsweise sogar tatsächlich dann auf dem Spielberichtsbogen müssen die genau, sein. dann sind es im Zweifel halt die da rausfallen und die so ein bisschen auf der Kippe stehen, die erwischt es dann halt auch. Ganz Das genau, ist also so so ein bisschen die. ärgerlich an dieser Regelung. Ja, du bist irgendwie 24 und dann bist du halt raus aus dem Verein. Ja, genau, dann musst du halt dann tatsächlich dann. Sag mal, nur noch durch Leistung überzeugen oder kannst du nur noch durch Leistung überzeugen, dass du halt von daher mal gucken. Also Schnellbacher, wie gesagt, hat ja schon einen neuen Verein, Reule auch. Gucken wir mal, was bei Wein demnächst passiert. Also ich meine, er ist kein schlechter Spieler, also der Nee. Drittliga-Format hat er auf jeden Fall. Also ich meine, jetzt bei uns hat er jetzt halt drei starke vor sich gehabt und es wurde jetzt auch noch einer verpflichtet, kommen wir gleich zu. Von daher. Und dann, wenn er jetzt halt dann dieser U23 Bonus wegfällt, dann
hilft der jetzt halt leider nicht mehr. Oder hat er keine Perspektive hier bei uns. Ja, da wäre dann außerdem, wurde nicht öffentlich verabschiedet, aber da hat er wohl selbst wohl keine Lust drauf gehabt, ist Kevin Schindler, der ja zur Winterpause aussortiert wurde und dessen Vertrag jetzt ausläuft. Ja, da habe ich ja, auch noch. Das wurde einfach nur noch so mit erwähnt, aber das stand ja fest eigentlich. Da habe ich jetzt auch noch nicht gehört, ob der schon einen neuen Verein gefunden hat oder was der jetzt macht. Gucken wir mal. Nö, ich auch nicht. Dann gab es ein paar Vertragsverlängerungen. Ein paar hatten wir ja schon das letzte Mal, die schon vorher klar gemacht wurden. Dann wurde jetzt gegen Saisonende mit Sebastian Mrowca. Da ist der Vertrag ausgelaufen. Der wurde um ein Jahr, glaube ich, verlängert, ne? Ja, ich glaube, es war ein Jahr. Was, eins oder zwei? Nee, ich glaube eins, ne? Ja, genau, bis 2018. Und dann mit Manuel Schäffler wurde vorzeitig verlängert. Der kam jetzt letztes Jahr und hatte noch bis Ende der kommenden Saison. Und da wurde jetzt vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Also den haben wir jetzt für die nächsten 2 Jahre gesichert. Das ist dafür, dass du den in der Winterpause, glaube ich, noch persönlich zurück nach Kiel fahren wolltest. Kannst du nicht. Also ich meine, da hat es ja schon so ein bisschen... sind wir jetzt doch sehr zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also die Rückrunde war natürlich auch sensationell. Ich glaube, eine Hinrunde, also ich hatte ein oder zwei Tore vielleicht gemacht irgendwie. Also viele waren es nicht. Viele waren es nicht. Er hat aber auch auf der falschen Position gespielt. Und jetzt hat er... naja gut, er hat anfangs hat er schon im Sturm gespielt. Dann wurde er irgendwann, der war auf dem Flügel und ja... Ja, es hat sich dann halt auch insgesamt auch besser gefunden, dann später. Ich kann mich erinnern, der ist ja auch relativ, trotz seiner Größe, relativ gut am Ball, also dass er sich auch mal durch mehrere Spiele durchdribbeln kann, das kommt ja schon mal vor. Aber ich kann mich erinnern, dass ich gerade am Anfang, hat er es einfach zu viel probiert, dann kam er vielleicht am ersten, vielleicht dann noch am zweiten vorbei. Ja, blieb immer irgendwo dann doch hängen. Irgendwann blieb er immer hängen und hat sowohl einen Abschluss als auch ein Abspiel immer den rechten Zeitpunkt verpasst. Ja. Und da dachte ich auch, was soll das irgendwie, ne? Das war halt so die Anfangsphase und getroffen halt dann auch nur sehr wenig, weswegen ich dann da dachte, weiß ich nicht, ob das so richtig taugt, aber gut, da braucht offensichtlich ein bisschen Geduld oder vielleicht halt auch einfach ein besseres. Jetzt ist alles wunderbar. Ja, er hat ja dann gegen Ende der Hinrunde hat er dann öfter mal auf dem Flügel dann draußen gespielt. Das war dann auch nicht so verkehrt. Aber hat sich jetzt klar rausgestellt. Ja, konnte halt die Dinger nicht machen. Ja, genau, also jetzt, wenn der den jetzt richtig einsetzt, ist das halt auch einer, der knipsen kann. Ja. Sehr schöne Entwicklung, ja. Und zu Recht die Vertragsverlängerung. Also da hoffen wir, dass das nächste Jahr natürlich so weitergeht, klar. Ja. Wer sich jetzt auch nach dem gewonnenen Hessen-Pokalfinale noch zu einer Vertragsverlängerung hat durchringen können, ist Kevin Pezzoni, der vermutlich vorher auch einer der Spitzenverdiener war und wahrscheinlich auch jetzt überlegt hat, ob er jetzt wie Lorenz vielleicht, weiß ich nicht, ob er jetzt Abstriche machen musste oder ob es jetzt halt einfach einen höheren flexiblen Anteil hat oder wie auch immer. Ja. Das, keine Ahnung, kennt also, jetzt keine. Also eine Woche vorm Finale stand es noch auf der Kippe. Das war das, was genau. Man dann auch aus dem Verein direkt gehört hat. Ja. 50-50, ob er bleibt oder nicht. Ich habe mir, als ich das Bild von dieser Verlängerung gesehen habe, so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das vielleicht irgendwie im Suff entstanden ist. Also diese Vertragsverlängerung. Weil irgendwie Christian Hock hatte T-Shirt vom Vortag an, also das Hessen-Pokalsieger-T-Shirt. Ja. Und Kevin Pezzoni hatte noch schön so sein dickes Pfeilchen unterm Auge. Ja. Auch von diesem besagten Zweikampf und so. Sah ein bisschen aus, beide. Vielleicht hat Markus Handkammer auch einfach dann noch so im Siegestaumel noch 100 dann hingelegt. Noch gesagt, hier komm, ich pack nochmal 1.000er drauf oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber oder ob er gesagt hat, ich bleib nur, wenn ich nächstes Jahr wenigstens eine Runde DFB-Pokal spielen darf. Keine Ahnung. Also jedenfalls direkt nach dem gewonnenen Finale gab es einen Tag später dann die Meldung. Finde ich gut. Ich finde Pezzoni da tatsächlich keinen unwichtigen Spieler. Allein so, hat man glaube ich hier auch schon mal diskutiert, ne? Mit seiner körperlichen Präsenz ist er da schon so auf der 6er-Position. Kein schlechter Faktor. Ja. Ja, dann gibt es ein paar neue Spieler schon.
Zum einen gibt es ein paar Junge, die eigentlich so mehr oder weniger 1:1 die bisherigen da so ersetzen. Willst du mal durchgehen? Ja, ich kann mal anfangen. Also wir hatten, das waren glaube ich die ersten, die auch verkündet wurden, sind die zwei, die wir von Leipzig aus den U-Mannschaften, ich glaube U19, U21 bekommen haben. Ja, genau. Sören Redemann ist das. Ja. Und wie spricht man den aus? Agiemang Diawuzi? Agiemang oder Agiemang Diawuzi? Wir werden es rauskriegen. Wir werden ihm zwar fragen, wen selber, wenn er da ist. Es gibt doch irgendwo, gibt es da nicht noch einen anderen? Hat er nicht so den gleichen oder so einen ähnlichen Nachnamen irgendwo in der ersten Liga? Aubameyang. Nee, Aubameyang Diawuzi, genau, ja. Nee, ich weiß nicht, aber irgendwie kam mir der Name so ein bisschen vertraut vor. Wir kriegen das raus. Das ist das Fiese an so einem Podcast, dass man immer alles aussprechen muss. Und ja, auch noch richtig. Kann man nicht einfach mit Copy und Paste irgendwo was hinrotzen, ne? Nee, aber wir kriegen das raus. Und auf jeden Fall, Redemann ist Innenverteidiger. Genau. Der kommt jetzt aus der dort aufgelösten U23, glaube ich. Ja. Die jetzt, genau, die jetzt aufgelöst und da sind ein paar Spiele übrig. Der ist, glaube ich, fest verpflichtet, ne? Und der Diawuzi. Ja, Zweijahresvertrag. Der hat einen Leihvertrag. Der ist noch ein bisschen jünger. Der kommt der jetzt aus 19, der U19. Der ist aber auch. Bitte? Der ist Stürmer. Genau, der ist Stürmer. Ist also im Prinzip jetzt sozusagen der Schnellbacher-Ersatz. Und Redemann dann sozusagen der Weinersatz, wenn man so möchte. Ja. Und das waren jetzt auch zwei Spieler, also ich weiß nicht, wie es dir ging, wahrscheinlich ähnlich, die ich jetzt vorher nicht kannte, die du vorher wahrscheinlich nur kanntest, wenn du jetzt die Leipziger Jugendarbeit genauer verfolgt hast. Das sind wirklich erstmal welche für die Quote, welche, die sich entwickeln können. Genau. Die ich jetzt aber nicht zwingend erstmal in der Stamm sehe. Und Diawuzi. Du hast gerade schon gesagt, der ist geliehen. Es hieß irgendwie bis zu 2 Jahre. Also wie genau dann? Also offensichtlich gibt es dann eine Vertragsklausel irgendwie nach dem ersten Jahr, ob wir ihn dann wieder zurückschicken können, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Oder ob sich wiederholen kann. Oder ob Leipzig den irgendwie zurückfordern kann, wenn sie ihn doch gerne haben möchten, wenn er sich gut entwickelt. Wobei, dadurch, dass sie jetzt keine U23 in der Regionalliga oder sowas mehr haben, dann der Sprung zu einem dann Champions League Teilnehmer ist natürlich dann schon ein bisschen größer, ne? Gucken wir mal. Ja, aber auf jeden Fall, der ist jetzt nächste Saison auf jeden Fall bei uns. Genau, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber sind wir einfach mal gespannt, also mal schauen, wie die sich so machen. Ja. Dann außerdem so quasi als Ersatz für Max Reule einen neuen Ersatztorwart, ebenfalls noch jung genug, dass er da diese U23-Regel erfüllt. Lukas Watkowiak kommt drüben von der zweiten Mannschaft von Mainz 05. Der hat es nicht so weit und da wird dann jetzt auch dann irgendwie, haben sie dann bei der Mitteilung dann auch irgendwas erzählt von wegen hier der regionale Bezug und bla bla. Okay, meinetwegen. Ja, also auch ganz, ganz klar zweiter Mann dann, würde ich sagen. Also gut, kann sich natürlich immer irgendwer verletzen, aber Kolke ist schon echt die unumstrittene Nummer 1 und ich denke aber auch nicht, dass er das jetzt ändern wird, zeitnah ändern wird. Nee, das glaube ich auf gar keinen Fall. Es gibt ja noch den dritten Torwart Jan Albrecht. Auch noch ein ganz junger. Genau, der ja aus der eigenen Jugend kam. Der ist ja auch noch. Also einfach die sinnvolle Ergänzung für den Abgang von Reule, klar. Genau. So, das waren im Prinzip so die 1:1-Ersetzungen. Dann haben wir einen weiteren Defensivspieler bekommen. Und zwar von aus Groß-Asbach, Jeremias Lorch. Den hat wohl Rüdiger Rehm zu seiner Zeit dort verpflichtet. War dann, glaube ich, aber erst verletzt und dann hat er, glaube ich, nur noch die Rückrunde dann letztes Jahr unter Rehm gespielt. Da dann aber, glaube ich, dann die meisten Spiele gemacht. Offensichtlich findet er den gut. Hat jetzt Teacher's auch, Pet. Ja, hat jetzt auch in der jetzt in der letzten oder in der abgelaufenen Saison, glaube ich, fast alle Spiele gemacht. Und ist wohl relativ flexibel einsetzbar, wie man so liest.
Also Kann man der immer kann, gebrauchen. genau, das ist natürlich immer praktisch. Also der kann sowohl Linksverteidiger als auch Innenverteidiger als auch auf der Sechs, also eigentlich so alle Defensivpositionen. Hat wohl auch tatsächlich alles schon da bei Groß Asbach gespielt. Weiß jetzt nicht, was seine bevorzugte Position ist und wo er jetzt, ob er jetzt fix für eine Stelle jetzt hier bei uns eingeplant ist oder ob man den halt da nimmt, wo man jetzt gerade braucht. Das weiß ich nicht. Das werden wir dann Das wahrscheinlich werden wir dann, sehen. werden wir dann sehen, sobald die Runde dann halt losgeht. Oder sobald wir die ersten Testspiele sehen, vielleicht kann man dann schon irgendwann was ablesen. Auf links, wenn wir jetzt gerade davon reden, haben wir ja Alf, der ja dann, ja, weiß nicht, so langsam vielleicht in Altersteilzeit geht. Das Weil, denkt man immer, das das denkt denken man wir schon immer, seit Jahren. das hat er uns ja auch schon im Winter ja schon eigentlich angekündigt und dann hat er Ja, dann der hat jedes Spiel erzählt, dann hat gemacht. er jedes Spiel gemacht. Irgendwie so sich überall reingehauen und nicht mehr aufgehört zu laufen. Genau, Fitztum als Linksverteidiger ist ja weg, aber es wurde ja im Winter ja auch, wie heißt der, Dominik Notnagel geholt, der ja sich ja dann leider schnell verletzt hat und jetzt in der Rückrunde nicht viel gespielt hat. Da ist jetzt halt die Frage, wie da mit ihm geplant wird, ob man ihn weiterhin da sieht oder ob der jetzt quasi dann die Nummer 3 dann ist und Lorch da vielleicht die 1 oder 2 oder wie auch immer. Das werden wir sehen, da müssen wir mal Ja, gucken. genau. Aber es ist ganz gut, auch da noch eine Variante zu haben, auch in der Innenverteidigung. Da hast du ja immer mal, wir haben jetzt da, klar, Ruprecht, Mockenhaupt, Dahms. Gut, Dahms jetzt teilweise auch auf der 6 gespielt, vielleicht aus der Not heraus, aber auch auf jeden Fall immer eine Aber Variante. gut, auf jeden Fall. Ja, Ruprecht hat auch ab und zu mal so mit irgendwelchen körperlichen Problemchen zu kämpfen. Gut, und als Verteidiger, da bist du auch immer mal mit einer, hast eine Gelbsperre, manchmal mit einer Rotsperre, wenn es blöd läuft, irgendwie, aber ja, da brauchst du schon immer mal ein paar Leute zum Wechseln, also Auf jeden da Fall. kommst du mit 3 Leuten nicht durch, von daher ist gut, jetzt haben sie da noch Lorch als Variante und den Sören Rittermann. Also es gibt da auf jeden Fall da Alternativen an der Stelle. Ja, das ist so das, was wir bisher haben an Neuverpflichtungen. Es sollen wohl noch ein paar kommen und braucht man auch nicht viel Fantasie dafür. Also man braucht auf jeden Fall einen Ersatz für Lorenz. Das ist, glaube ich, sogar auch so die wichtigste Stelle, die jetzt Ja. noch zu besetzen ist. Ich meine, man kann da, ich sag mal, improvisieren mit dem vorhandenen Kader. Also man, Aber irgendwie, also ich finde, da muss weiß schon echt irgendwie noch einer Sch kommen, ja, ne? Schwadorf und Müller können beide auch links außen spielen, notfalls vielleicht auch ein Blacher oder sowas. Aber ideal wäre es natürlich, wenn man schon einen holt, der da auch, ich sag mal, von vornherein halt als Stammspielerkandidat Ja, da absolut. Also kommt. da bin ich mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Ich hoffe, dass sie sich was einfallen lassen. Also es wäre irgendwie, das wäre ein herber Verlust, wenn sie den nicht gescheit ersetzen Ja. können. Ich meine, es gibt dann auch noch wie Bududu, der kann ja auch auf Außen spielen. Der war aber jetzt auch lange verletzt. Ich weiß gar nicht, was der Ja. eigentlich hat, dass der so lange ausfällt. Mal gucken, ob der dann jetzt in der Saisonvorbereitung wieder mit dabei ist. Ja. Schauen wir mal. Ja, das wäre es dann eigentlich so zum aktuellen Stand beim Kader. Oder? Hast du da noch was? Nö, also wir sind mal gespannt, was noch so verkündet wird. Genau. Jetzt Also, 2 Wochen ist Trainingsauftakt, dann so dabei ist man. Ja, genau, also beziehungsweise links außen. Eventuell passiert noch was im Sturm, weiß ich nicht. Im zentralen Mittelfeld könnte auch passieren. Irgendwie so ein offensiver Mittelfeldspieler oder sowas vielleicht, könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, die Ansage, das klassische, jede Position doppelt besetzt. Ja. Ich meine, der Kader war ja dann vor allem durch die Winterverpflichtung ja relativ groß. Das ist klar, dass das jetzt wieder etwas mehr Abgänge sind als Zugänge, damit einfach die Kadergröße auch wieder passt. Und im Winter wurden ja, glaube ich, weiß nicht, wie viel waren das, 5, 6 Leute geholt und keine Ja, abgegeben. war eher so ein Magath-Winter, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Leute waren es, die da kamen, genau. Ja. Gut, dann warst du noch beim Fantreffen kürzlich? Ich konnte leider nicht. Genau, ich war im Fan-Treffen, das war eine Woche vor dem Pokalendspiel. Also alles noch aus dieser Davor-Perspektive. War auch so, dass es
mich fragen, so, ja, Planung für die neue Saison und so. Und die haben dann auch rausgelassen, okay, mit denen werden wir nicht verlängern. Gibt es morgen eine offizielle Mitteilung und so. Haben sie dann auf Nachfrage doch schon rausgehauen. Aber das fand ich da auch relativ bemerkenswert. So immer, wenn eine Frage nach der neuen Saison kam, war es dann meistens Rüdiger Rehm, der gesagt hat, ja, Moment, die alte ist noch nicht vorbei. Wir wollen noch diesen Pokal holen. Was mir erstmal total hat. Also, es ist so, ja, den Pokal nehmen wir so mit oder den holen wir sowieso. Also, das war irgendwie noch sehr fokussiert. Ja, so gehört sich das. Ja, so gehört sich das. Du sagst, so gehört sich das. Aber wir haben schon drüber geredet. Andere lassen dann da auch mal irgendwie so die 1B-Mannschaft spielen oder so. Und dann hast du Kolke nicht im Tor beim Elfmeterschießen und dann verlierst du das oder so. Aber es war wirklich alles noch sehr fokussiert auf dieses Spiel. Ja. Was mir sehr gefallen hat. An Spielern waren dabei Andrich und Mockenhaupt, die aber auch nicht wirklich viel zu Wort gekommen sind. Muss man auch dazu sagen. Also die saßen jetzt eher ein bisschen betrüppelt darum. Ja, gab es sonst noch interessante Fragen? Ich glaube, Micha hat den Löcher gefragt. Ja, genau. Soweit mir berichtet wurde, hat er auch, glaube ich, mal gefragt, irgendwie, was denn so unter Fröhling dann nicht so gut lief oder irgendwie sowas in der Richtung? Ja, also da kam es bei Andrich so durch, der erst so ein bisschen rumdruckste und meinte so, er mochte den ja als Typ, der war echt nett und so, er will da jetzt gar nicht zu viel sagen, weil also Rüdiger direkt neben ihm fand es total lustig. Aber er hat sich da nicht so getraut zu sagen, ja, eigentlich total geiler Typ, der alte Trainer, aber dass er die wohl so echt so platt trainiert hat, also dass die nicht fit waren bei Spielen. Ja. Weil die so viel gerannt sind unter der Woche. Das hat man jetzt schon so manchmal gehört, ne? Das haben wir schon aus mehreren Ecken gehört, ja. Das stimmt, ja. Also da scheint wohl wirklich was dran zu sein. Andererseits, wenn du jetzt auch wieder siehst, die Saison noch so stark zu Ende gespielt, oft in den letzten Minuten die Dinger noch gewonnen. Ja. Da war es dann wahrscheinlich wieder ein Vorteil. Natürlich unmittelbar in diesen Spielen direkt dann nicht. Klar, aber du musst halt in den, ich meine, so in den da kannst halt, so kannst du natürlich Wochentrainingsplan nicht musst du natürlich schon gucken, dass du halt dann irgendwie am Samstag fit bist. Da kannst du nicht irgendwie am Donnerstag oder Freitag noch irgendwie, keine Ahnung, Steigerungsläufe machen oder irgendwas. Genau. Weiß ich jetzt nicht genau. Das wäre erstaunlich, ja. Also druckst du erst so ein bisschen rum, aber dann war das doch, dann kam das doch relativ klar so raus. Ja. Ja, interessant. Ja. Dann ging es auch um den Stadionausbau. Der stand jetzt, glaube ich, schon vorher fest, aber wurde nochmal ein bisschen drüber geredet, der mit Ende der Hinrunde beginnen soll. Ja, ich glaube, so im Winter geht's da los, ja, genau. Genau, und dann irgendwie so die ganze Rückrunde übergehen, also die Westtribüne wird dann ausgebaut und da kommen irgendwie auf der Seite auch noch so Büroräume rein und so. Also, wird dann wirklich einiges gemacht, das ist jetzt nicht nur einfach so, okay, wir bauen da jetzt ein bisschen an. Ja, also, ja genau, das war ja schon mal in den Plänen, die da schon mal vorgestellt wurden, letztes Jahr auf der Mitgliederversammlung, von der uns ja berichtet wurde. Das ist schon ein bisschen größere Sache. Genau, ja, also soweit ich das jetzt gelesen habe, wird, ich glaube, Anfang nächsten Jahres, also ich dann wahrscheinlich so in der Winterpause, also irgendwann, also Anfang 2018, beginnt halt der Rückbau, wird erstmal die alte Tribüne halt abgebaut. Das geht vermutlich relativ schnell, ne? Ich meine, das ist ja diese Container zusammengesteckt. Konstruktion da und Stahlrohr und so weiter. Und dann beginnt halt dann der Bau von einem neuen. Und wie wir ja wissen, will man halt im laufenden Betrieb weiterspielen. In den allermeisten Fällen sollte es auch gar kein Problem sein da, weil die Kapazität dann immer noch alle. Ja, also wir haben es jetzt beim Hessen-Pokal war die Westtribüne auch komplett zu und also haben trotzdem alle ins Stadion gepasst, die rein wollten. Bequem, ja, genau. Das hat man, glaube ich, letztes Mal erzählt. Also im Extremfall würden wir dann an Bruchweg dann ausweichen. Ja. Genau. Aber das war natürlich dann auch nochmal so ein großes. Das wird ja dann auch ein großes Thema, also da kommst du ja dann in der nächsten Rückrunde gar nicht drum rum. Ja. Ich habe jetzt kürzlich auch mal gehört, wer hat mir das erzählt, weiß ich nicht mehr, dass da auch tatsächlich ein Teil Stehplätze drin sein sollen. Also es wird nicht eine reine Sitzplatztribüne mit einer größeren Kapazität, sondern dass dann, wie das jetzt dann gestaltet wird, ob die dann diese Stehplätze ja, in den Ecken sind. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das irgendwie entschieden wird. Ich weiß, dass das darüber gesprochen oder gemunkelt wurde. Ich kenne da jetzt gar keine endgültige Entscheidung, muss ich sagen. Ich fände es ja persönlich sehr cool, wenn es auch irgendwie so quasi mittig, so also für Mittellinie, auch tatsächlich einen Stehplatzbereich gäbe. Das gibt es ja so in manchen Stadien. Ich glaube, in Mainz drüben haben sie auch so den Supporters-Block da so, weil die es halt früher im Bruchweg hatten und deswegen haben die das auch mit ins Ja, wobei das ist
Das ist im neuen, das ist so ein Zwitter, ne? Also, weil eigentlich haben die ja so einen Stehplatzbereich doch auch hinter der Tribüne und dann haben die so Sitzplätze, bei denen auf der Eintrittskarte steht, hier wird aber gestanden. Ja, also, Ja, irgendwie ich so. glaube, wenn du Beispiel nehmen musst, musst du Offenbach nehmen. Genau, und da ist ja eine richtig große. Ich glaube, die ist komplett, also beziehungsweise der mittlere Block oder irgend sowas ist ja dann, glaube ich, komplett. Oder ist die Das ganze ist, also, Tribüne? als ich das letzte Mal da war, war es die ganze Tribüne Ja, noch. oder Ich sogar glaube die nicht, dass sie ganze, da was ja. geändert haben. Ja. Aber wo sich dann da auch klassischerweise dann der Heimsupport halt auf Höhe der Mittellinie sammelt, das hast du ja selten. Ne? Meistens ist er hinterm Tor oder in den Ecken oder sowas. Ne? Das finde ich, also ich meine, sonst fällt mir nicht viel Positives zu Offenbach ein zu sagen, aber das finde ich tatsächlich sehr cool da. Ja. Naja, Ja, gut. mal schauen. Also ich weiß nicht, eine abschließende Entscheidung. Ja. Aber ansonsten war es, ich war vorher noch nie bei so einem Fan-Treffen, einfach weil die das immer so kurzfristig angekündigt haben, dass es nicht geklappt hat. In dem Fall habe ich es jetzt halt dann schon unter der Hand erfahren, wann es sein soll, bevor sie es dann wieder ganz knapp angekündigt haben. Deswegen bin ich da auch mal hingegangen. Fand ich schon sehr interessant. Also, Wie viele Leute waren da? oh, es Ungefähr. war, oh Gott, oh, ich kann das nicht zählen, keine Ahnung. Aber da waren bestimmt schon 100 Leute da. 100 Euro, das ist ja doch eine Oder Menge. knapp, nicht ganz knapp. Aber da, also war schon gut voll, alles, was da irgendwie an Platz war. Okay. Ist erstaunlich, es gibt irgendwie Bier und Wasser gibt's umsonst. Ah ja. Frechheit. Und für die Für Cola mich musst du als, bezahlen, oder? Nein. genau, für mich als Cola-Trinker, Frechheit, aber. Nee, es war da wirklich nett, sich mit allen zu unterhalten und Das war es ist irgendwie dann. dann doch irgendwie so eine nette familiäre Atmosphäre. Ja. Und das war in der Geschäftsstelle, da wo die Pressekonferenzen sind, oder wo war das denn? Nee, es war Oder wirklich direkt im, also wenn man so sagen kann, noch im Empfangsbereich, wenn Achso, du ja, oben in genau, in diesem. die Stelle Ja, reinkommst. genau. Ja. Ja. Okay, das war's. Oder war da sonst noch irgendwas bei dem Fantreffen, was noch jetzt erwähnenswert wäre? Also nichts, was mir einfallen würde. Dass der Trainer mich sehr freundlich begrüßt hat, dass er also unser Interview gar nicht so schlimm gefunden haben kann. Hat er dich doch wiedererkannt, ja. Ja, also es sah zumindest so aus. Kann mich ja mal Augenzeugen fragen, aber war sehr freundlich. Gut. Hat dich also noch nicht auf die mentale schwarze Liste gesetzt. Oder er ist ein Um guter Gottes Schauspieler, Willen, wie ey, gesagt. also wenn ich auf seiner mentalen schwarzen Liste stehen würde, oh mein Gott, ey, Ja. würde mich wahrscheinlich sofort der Blitz treffen. Ne? Genau. Dann, ja, dann gehen wir mal weiter. Es ist ja auch schon spät, nicht nur im Laufe der Aufnahmen, sondern auch tatsächlich, wir nehmen hier heute am Freitagabend auf. Es ist wirklich echt spät. Genau meine Zeit. Ja, meine eigentlich nicht. Ich bin ja hier völlig anders konditioniert. Bin ja normalerweise, das ist jetzt so langsam für mich hier Bettzeit, aber das kriegen wir schon noch hin. Genau, News habe ich nicht viel. Es gab nicht nur Vertragsverlängerungen bei den Spielen, sondern auch der Geschäftsführer Nico Schäfer, also der zweite Geschäftsführer sozusagen. Wie heißt der andere? Ach ja, hier, Dr. Bröckel, genau, der schon länger da ist. Und Schäfer, der wurde ja jetzt Anfang der Saison oder im Laufe der Saison irgendwie noch dazu geholt, erstmal bis Saisonende. Kümmert sich dabei um die Bereiche, was war's? Sport, Marketing, irgendwie. Jedenfalls. Und er hat uns neulich die Arena aufgeschlossen. Also von Ja, daher. genau, richtig. Als wir da zum Interview kamen, da war er gerade irgendwie zwischendurch unterwegs und draußen und hat uns da gerade mit reingenommen. Fand ich auch sehr sympathisch, als wir dann erzählt haben, ja, dass wir hier da für einen Podcast da sind. Ah, ja, kennt er irgendwie. Weil Podcast sagt ja vielen Leuten eigentlich gar nichts so als Medium. Aber er war ja früher bei Union Berlin und kennt von daher natürlich das yes, Textilvergehen. Glaube ich, so einer der ersten oder zumindest auf jeden Fall so ein Urgestein der deutschen Fußball-Podcast-Szene. Falls Sie uns hören, Grüße an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Nee, Genau. war auch sehr sympathisch. So, oh ja, Podcast, ja, Ja, kenne ich ja. und so. Das Ja, hört man so. genau, der bleibt doch noch ein Jahr da und ich glaube, das ist auch gar keine so schlechte Idee. Derweil, zumindest so gerüchteweise, er auch an dieser Rehm-Verpflichtung nicht ganz unbeteiligt war. Was ja auf jeden Fall schon mal Echt? Oh, ein ich danke Pluspunkt ihm auf ist. Knien, ey. Ja. Guter ja. Mann, wenn ich mal sehe, ey. Ja. Ich werde ihn herzen müssen. Naja, so viel Liebe. Ja, das ist nur Liebe. Ja. Ach so, ich wollte mich ja nicht so reinsteigern. Ne? Ja, genau. Ja. Bevor ich hier noch wieder irgendwelche Sachen von meinem Soundboard krame hier. Ja, traust du dich ja eh wieder nicht.
Ich habe es tatsächlich diesmal nicht da, aber ich könnte das noch schnell. Kannst du mal Es sehen. könnte, ja. Egal. Ja, dann wären wir eigentlich schon bei Buttes. Ja, jetzt wird's schön. Wir haben aber dummerweise schon wieder uns eine Provision auszuhandeln vorher, weil Steven Ruprecht, der Mann aus unserer ersten Folge, Ja. hat eine neue Kollektion. Eine neue Kollektion. Gibt es Ist das nicht schön? eine neue Snapchat, nein, nicht Snapchat, Ja, nee, das Snapback-Cap? nicht. Also diese Kappe gibt es ja schon länger. Ja, vielleicht Die eine ist ja auch neue. immer mit dem gleichen Logo. Also, da ist nur das Logo drauf, okay. Aber jetzt hat er auch ein paar Shirts. Und die kann man sogar, da muss man nicht ihm irgendwelche dubiosen Instagram-Nachrichten schicken, sondern die gibt es jetzt wirklich auch offiziell im Store zu kaufen Oh. online. Das werden wir natürlich auch verlinken. Werden wir. Und Also für den Link, glaube ich, da muss er mal was springen lassen. ja, ich finde aber auch, das haben wir schon wieder verpeilt. Ja, nee, Egal, also. jedenfalls gibt's dieses wunderbare Logo jetzt auch auf einem T-Shirt. Also auf einem schwarzen T-Shirt ganz normal, dieses Logo. Und aber auch noch ein paar Varianten. Und zwar hat er Defender drüber stehen. Weil er ist ja unser Abwehrmann. Dann so ein sehr tiefgründiges Schwarz steht hintereinander drauf. Eat, Sleep, Defend, Repeat. Und seine 18. Und jeweils das S und das R von Sleep und Repeat sind halt auch in Rot. Ja, na klar. Weil es 18, ne? Ja. Daran erkennt man übrigens auch, dass das nicht meine Kollektion ist. Ich werde das öfter gefragt, wenn ich diese Kappe aufhab, weil es ja auch meine Initialen sind, so, Ja. oh, der Modelabel. Bei mir wird da nur Sleep und Repeat draufstehen. Also, im anderen Kein Kram halte ich mich gar nicht auf, ja. Eat, kein Defend, okay. Ja, Eat und Defend, da brauche ich beides nicht, ja, aber schlafen und wieder schlafen, das finde ich wunderbar. Vielleicht macht er ja für mich nochmal so ein extra T-Shirt. Dann gibt es nochmal ein Shirt mit so kleinen, der 18 drauf und drüber steht Defense. Und natürlich mein allerlieblings-Shirt, weil wir ihn auch schon in der Sendung hier hatten. Der Hund ist auch auf dem Shirt verewigt. Nein. Doch, es gibt ein weißes T-Shirt mit einem kleinen, ist logoartig, aber es ist wirklich ein Bild von seinem Hund. Weil ich glaube, das gibt es Sagenhaft. nicht nur in weiß. Ich glaube, man kann das jeweils auch in Varianten bestellen, aber hier in der Vorschau ist es halt Steht der Name des schwarzer, Hundes schwarzer da? Hund. Kein Name. Wir wissen immer noch nicht, wie die Initialen jetzt wirklich sind, aber vielleicht könnte man es darüber rauskriegen. Es gab ja noch einen schönen Vorschlag, und schon wieder von Micha, der ist ja unser Dauergast. Ich glaube, den müssen wir demnächst einfach hier Unser fest, einziger Hörer. ja, müssen wir, glaube ich, fest hier mit ins Programm aufnehmen. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Oder haben wir das schon erzählt? Nee, haben wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Du hast es noch nicht on air erzählt, Nee, nein. genau. Der dachte noch, wie wär's mit Knecht Ruprecht? Das ist doch der Hund von den Simpsons. Ja. Das wäre echt cool. Und wenn du dann irgendwie Ja, so irgendwie durch den der Wald bei den läufst, irgendwie Simpsons, jetzt rufst du das ist dann so ein Schluffi, ne? Knecht. Ja, das ist so ein dürrer runtergekommen, ne, irgendwie, und der hat ja eher so was Mopsiges irgendwie, ne? Die mopsige Dogge. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich ja mit Hunden auch nicht aus. Aber. Auch Hier, nicht, aber aber wie wär's ich glaube, denn, wenn das wird. wir Ja. für dieses ständige Erwähnen seiner Kollektion, wenn wir ihm da mal irgendwie, keine Ahnung, ein T-Shirt oder eine Kappe rausleiern, die wir dann hier verlosen? Das wäre doch cool, oder? Ja, ich finde auch, da sollten wir mal rangehen. Also ich finde, wir sollten uns vielleicht auch mal so ein bisschen mit laufendem Mikro mal mit ihm unterhalten. Das ist eigentlich schon ganz lustig. Da können wir endlich mal fragen, wie der Hund wirklich heißt. Ah, da haben wir doch schon Pläne für die Sommerpause hier. Was er überhaupt, wie viel von dem Zeug er irgendwie so verkauft? Wie viele Leute jetzt mit seinem Hund auf der Brust durch Wiesbaden laufen? Ja, und dann werden wir ihn dann halt überrumpeln, ob er uns dann nicht irgendwie ein T-Shirt zum Verlosen für die Hörer dann irgendwie zur Verfügung stellt. Ja, oder Und ob wir nicht doch mal eine Provision kriegen, ne? So oft wie wir ihn jetzt erwähnt haben mit seinem Zeug. genau, Also. da gibt es eigentlich nur so ein Entweder-Oder, ne? Und da wird er sagt, na klar, da hau ich mein T-Shirt raus. Irgendwie, da kann er ja gar nicht anders. Ja, Ja, so ich machen wir habe ja schon so das. eine Kappe, ich habe mir die auch ganz normal gekauft. Ja. Ich trage die auch sehr gern. Muss ich sagen. Ja, kleide dich Ist um, auch mein für, auch, Lieber. auch für, auch für Leute, danke auch für Leute, die nicht diese Initialen mit uns teilen. Ne? Das kann man Ja. trotzdem total cool tragen. Jetzt muss ich doch gerade mal Mehr gucken. SR. So. Gibt es irgendwie auch ein GS bei uns im Kader? Ich glaube nicht, ne? Wen haben wir denn überhaupt mit S am Ende? Wir haben Schwadorf, das wäre JS.
Ja, dumm gelaufen für dich, ne? KS hatten wir mal, Kevin Schindler ist weg, Manuel Schäffler MS, der hat auch, das ist ja hier mit Ballfellas, ne? Ja. Aber hilft mir auch nichts. Das habe ich mir übrigens auch überlegt, Luca nochmal Schnellbacher zu. LS ist aber auch weg jetzt. Nochmal zurückgehen zu unserem Interview mit Rüdiger Rehm. Wir haben ihn ja gefragt, ob er auch was davon hat. Wurde ja gesagt, er hat nichts angeboten bekommen. Dass wir vielleicht mal Steven Ruprecht so eine Nachricht schicken und sagen, hier, der Trainer glaubt, er ist nicht schick genug für deine Ja, Kollektion. Und da mal so ein bisschen lustig Unruhe stiften, mal hintenrum fragen, ob er sich dann getraut hat, zum Trainer zu gehen und zu sagen, so, ey. aber nicht, dass das irgendwie eskaliert und einer von beiden muss am Ende gehen oder sowas, weil das und Soll wir es hier sind geben schuld. mit Steven Ruprecht? Oh ja, das ist sehr schlecht. Also, ja, ich habe da immer so ein Teufelchen auf der Schulter noch sitzen, wie du merkst. Also, Ja. wäre doch schon mal irgendwie lustig, so. Kannst du dir vorstellen, wie dann so ein Spieler so Druck, Trainer geht so, ich habe gehört, so irgendwie so, aber ich wollte jetzt auch nicht, dass du dann denkst, so, du kannst das nicht tragen. Das Wäre doch fragt man dann lustig. auch. Also ich glaube, für Steven Ruprecht, da fallen uns auch spontan genug Fragen ein. Den müssen wir demnächst mal, weiß nicht, beim Training oder hier so beim Tag der offenen Tür vielleicht mal auflauern. Oder so. Wobei, nee, da bin ich nicht da. Nicht Tag der offenen Tür, wie heißt das hier? Saisoneröffnungsfest. Da bin ich unterwegs. Ach so. Ja, es gibt ja auch genug öffentliche Trainingseinheiten jetzt, von denen sie gesagt haben, dass sie es hoffentlich mal schaffen, die auch auf den Nachmittag zu legen. Dann Das haben sollte wir das doch eigentlich funktionieren. ganz vergessen hier, die nächsten Termine. Sollten wir die vielleicht an der Stelle jetzt gerade mal einflechten? Die paar Testspiele, die wir schon haben, ja. Ja, genau. Ja, Können wir kurz hau mal. raus. Sind wir hier durch mit der Kollektion. Mehr gibt es auch noch nicht. Also weiß Ja. nicht, ob die noch weiter wachsen soll oder ob es das jetzt war. Aber Aber wir verlinken packen wir auf jeden mal, Fall kann sich dann jeder selber angucken. wir packen den Link mal in die Shownotes Und rein. bestellen, wenn er will. Genau. Ja, dann gucken wir doch nochmal schnell. Es kam nämlich jetzt der Sommerfahrplan. Fahrplan klingt immer so toll, ne? Kann auch Alles einstellen. hier nachlesen, aber ein paar Sachen sind ja vielleicht nicht ganz interessant. Zum einen, dass es halt schon recht bald wieder losgeht, und zwar am 15.06. Das ist jetzt in 2 Wochen. Also von heute Abend ist es jetzt Freitagabend, also noch nicht mal mehr 2 Wochen, ist der offizielle Trainingsstart mit Licher Fanfest in der Britta Arena, bla bla bla. Da Ja, kann man wobei sich ja das auch ist noch, glaube diese. ich, da mal mit dem Pokal fotografieren, also mit dem Hessen-Pokal fotografieren Ja, was lassen du schon längst und gemacht hast. ja, na klar. Aber also, was dieses Fanfest ersetzt, das Fanfest von letztem Jahr. Letztem Jahr war das, diesem Testspiel, was wir immer haben, eine Woche vor Saisonstart. Das ist jetzt Da wurde irgendwie. ja eigentlich gefeiert. Und Genau. das, jetzt wird das durch dieses Fest zum Trainingsauftakt ersetzt. Wobei es gab ja, war das letztes Jahr, zumindest vorletztes Jahr kann ich mich erinnern, da gab es dann sozusagen der offizielle Trainingsbeginn, irgendwie, der war ja auch dann so, da war auf dem Hallberg, da konnte man dann Ja, da auch haben wir irgendwie dann, so Bier getrunken oder so, aber ne, das da konntest wurde, du halt das auch wurde. so ein bisschen mit den Spielern plaudern und mit dem Trainer und so weiter, da hatte ich mich Ja, damals ja. mit Sven Demant hatte ich mich mal ein bisschen unterhalten, Bestes mit dem. immerhin jetzt auch DFB-Pokalteilnehmer, mit Das nicht, hallo. Rot-Weiß Essen. Nee, Ja, aber und das wurde schon so gesagt, auch beim Fantreffen, dass das jetzt halt, dass das eben nicht mehr die Saisoneröffnung zu diesem Testspiel kurz vor, genau, sondern wobei das gibt dass es ja das auch. das ersetzen soll. Es soll eins geben, sie haben, glaube ich, immer noch keinen Gegner, Genau. zumindest noch keinen öffentlichen. Aber wir können es ja mal gerade hier kurz durchgehen, was wir jetzt hier haben. Also dann geht es dann erst halt, wie gesagt, dann Trainingsauftakt und bla bla. Dann die Woche drauf, mittwochs, 21.06., gibt es abends ein Testspiel auf dem Hallberg oben gegen den SV Gonsenheim. Samstag ein Testspiel bei Viktoria Griesheim. Welches Griesheim ist denn das? Ist das dann bei Darmstadt oder bei Frankfurt gibt es auch noch irgendein Griesheim, oder? Ich glaube, gegen Ja, die ach, du stellst haben Fragen. sie gegen die nicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon mal irgendwie gespielt? Ich glaube. Ich habe wieder vergessen, welches das war. Ich habe es schon mal nachgeguckt. Egal. Dann wieder mittwochs drauf gegen Astoria Waldorf, vermutlich dort. Das ist ja hier ein Stück die A500, das ist ja auch nicht so weit. Dann samstags gegen die U21 vom 1. FC Köln auf dem Hallberg. Und dann geht's für eine Woche ins Trainingslager nach Bad Gögging. Ich glaube, das ist Niederbayern. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall Bayern. So viel steht fest. Ich glaube Klingt in Niederbayern. diese Richtung, ja. Und dort soll es Also auch das ein. Griesheim ist das bei Darmstadt. Ah, okay. Dort soll es auch Hessenligist. eins ein Testspiel geben im Trainingslager. Steht der Gegner jetzt noch nicht fest. Und dann zurück gibt es ein Testspiel, Achtung, in Hadamar. Gab es letztes Jahr ja schon.
Und ja, und jetzt hat man sich ja offensichtlich ja auch gütlicher geeinigt, dass dann das Pokalfinale ja hier bei uns in der Britta Arena ausgetragen wurde. Offensichtlich ist man da weiß nicht, ob das dann jetzt noch Teil des Deals war, irgendwie, okay, wir machen. Wenn wir euch schlagen, kriegen wir noch ein Testspiel. Nee, oder wenn wir es halt bei uns machen, irgendwie, dann kommen wir auch wieder zum Testspiel vorbei. Das war doch letztes Jahr ganz schön. Oder weiß ich nicht, was, keine Ahnung, oder ob das einfach so jetzt Ah ja, man hat ja auch gesehen, Bilanz. dass es sportlich durchaus einen Wert haben kann. Ja, genau, richtig. Also, warum denn nicht? Ne? Ich meine, für die ist das auch wieder eine gute Sache und offensichtlich auch sportlich jetzt gar nicht so uninteressant als Gegner. Fährt man da halt nach Hadamar zum Test. Das ist dann mittwochs und dann samstags, da gibt es dann noch irgendwie ein Testspiel in der Britta Arena. Ich vermute mal, dass sie sich da wieder um etwas Namhafteres bemühen. Da gab es ja meistens dann irgendwie einen Zweitligisten oder gab es da letztes Jahr nicht sogar mal einen Erstligisten? Da hat man nicht mal gegen Köln. Letztes Jahr gegen die Eintracht. Ach stimmt, genau, gegen die Eintracht sogar, genau. Es gab auch schon mal gegen Kaiserslautern, gab es auch schon mal irgendwie sowas. Gucken wir mal, wer da kommt. Ist jetzt noch nicht festgelegt. Genau, das ist der 15.7. Ich werde das alles nicht sehen. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Testspiele im Juli, da bin ich im Urlaub. Aber dann werde ich möglicherweise rechtzeitig zum Auftakt in die Drittligasaison, die ist dann schon am 22.7. Bin ich dann hoffentlich wieder da. Oder wäre auch nicht böse drum, wenn es vielleicht mit einem Auswärtsspiel losgeht, dann brauche ich mich nicht so hetzen an dem Samstag. Genau, so ist das. Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Hassrubrik. Gibt es was Neues aus der Hassrubrik? Es gibt einen Rückkehrer in die Hassrubrik, sozusagen, also weil ich schimpfe ja im Stadion auch so vor mich hin dann manchmal. Und wir haben jetzt Unterhaching wieder da. Und Unterhaching, ich habe bei Unterhaching so, der ist teilweise richtig gut begründet und teilweise auch völlig unbegründet. Und deswegen will ich den jetzt so ein bisschen kultivieren. Aha. Wenn wir die jetzt schon wieder haben müssen, ich habe ja schon meinen Hass auf diese Regional Bayern geäußert, die ja dieses ganze System so kaputt macht, dass man nicht sagen kann, alle Meister steigen auf, sondern die haben diese scheiß Liga, bei der sich vielleicht drei Vereine ernsthaft drum bewerben, die zu gewinnen. Dann hast du irgendwie schon wieder Unterhaching da in der dritten Liga, Ja, während sich die andererseits Südwestvereine muss auf man den Füßen sagen, stehen. dass jetzt zum zweiten Mal hintereinander Durchmarschiert. nee, warte mal. Zum dritten Mal hintereinander ist jetzt einer aus der Liga aufgestiegen und zum zweiten Mal einen Durchmarsch sogar in die Zweitliga geschafft. Also Würzburg Ja, jetzt aber durch und jetzt Regensburg und jetzt kommt Haching. andererseits, ich meine, das ist eine lächerliche Liga. Ja. Da spielst du irgendwie so ein bisschen gut, dann hast du deinen Meistertitel und dann kannst du ja voll Fokus auf alles legen. Ja, aber da musst du dich ja dann auch noch durchsetzen gegen Mannheim oder Ja, Elversberg oder weiß das der sind Geier dann was. zwei Spiele und das kann halt schon klappen. Aber jedenfalls Unterhaching, das liegt ja alles tiefer. Also ich bin ja Eintracht-Fan und die haben es ja mal fast geschafft, die Eintracht aus der Liga zu klagen, aus der zweiten Liga damals. Und das war ja schon so ein Hass. Also die hätten ja beinahe irgendwie so alles für mich kaputt gemacht. Waren sportlich abgestiegen, das ist ja, da kriege ich es ja eh immer dran, wenn irgendwie welche, die sportlich abgestiegen sind, die sollen ja eh erstmal die Fresse halten. Die können vielleicht hoffen auf irgendwas, aber dann so aktiv in irgend sowas reinzugehen und zu klagen und alles, das war schon mal so richtig eklig. Und damit waren die bei mir schon sehr weit unten. Dann haben die ja sportlich irgendwie nicht so viel vorzuweisen und klappt immer so daran, dass sie dem FC Bayern damals zur Meisterschaft verholfen haben, weil sie das Ding gegen Leverkusen gewonnen haben und sich Leverkusen die Dafür haben Dinger sie selber reingelegt hat, ja. bei mir natürlich auf Ewigkeit Stein im Brett, ne? Aber was ist das für ein Erfolg in der Vereinsgeschichte? So, ja, wir rammeln irgendwie das Bein von dem großen Verein bei uns hier um die Ecke. Das braucht auch keiner. Und dann haben sie in der dritten Liga gegen Naja, gut, ich mal meine, es so ist ja an sich völlig. schon mal für so einen relativ kleinen Verein ein Riesending, dass die 2 Jahre erste Liga gespielt haben, ne? Ja, die sind ja auch dann zu Recht wieder abgestiegen. Du Ja, merkst, ich will das kultivieren. Das sage mach ich, das mal. muss jetzt immer, das muss, da musst du jetzt ein Jahr lang mindestens durch, ja? Wenn die Du nicht auf- oder absteigen, willst jetzt noch ein länger. Jahr lang jede Woche oder jede Folge über Haching meckern? Okay. Ja, wenn es nichts anderes gibt, wird über Haching gemeckert. Ja, Dann hatten okay, in wir Ordnung. diese Spiele in der dritten Liga, die teilweise so absurd waren. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass die einmal sich bei irgend, die haben irgendein Spiel gewonnen, in dem sie nur gemauert haben und dann irgendwann halt das gemacht haben. So ein typisches Spiel, was dich wahnsinnig macht.
Und dann hatten sie auch nichts Besseres zu tun, als sich irgendwie vor dem Wehen-Fanblock aufzubauen und da irgendwie so provozierende Gesten zu machen. Und ich ruhe sehr in mir, wenn ich Fußball gucke im Stadion, aber in dem Moment wäre ich am liebsten auch aufs Spielfeld gesprungen und hätte ihn mal eine verpasst, ja, weil das ging irgendwie gar nicht. Die haben dieses Spiel völlig unverdient gewonnen. Und dann wollte ich auch unbedingt in diesem Rückspiel, dann sind wir zu diesem Rückspiel gefahren, Schnee auf dem Platz und was weiß ich was. Und dann, ja, dann ich gab's erinnere so mich, ja. ein, dann gab's diese Genugtuung, dass wir die halt weggefahren haben, irgendwie so mit einem klaren 2-0 am Anfang schon und danach, der Platz war eh nicht bespielbar und so ging's halt irgendwie raus. So damals dann noch mit haben die Nico noch Herzig, ne? Nico Herzig, geiler Typ. Ja. Und dann, aber hat halt irgendwie nichts hingekriegt und die haben es die ganze Zeit mit Schwalben versucht. Und da bin ich ja auch echt allergisch. Ja. Und irgendwann haben die auch tatsächlich mehrere gelbe Karten für Schwalben bekommen in diesem Spiel. Das war erstmal so eine Genugtuung. Die nächste Genugtuung war, dass sie endlich abgestiegen sind. Ja. Und jetzt haben wir die wieder. Jetzt kommen sie wieder. Ja. Jetzt habe ich die wieder an der Backe und auf jeden Fall, die Hassrubrik wird gefüllt sein. Die füllt sich ganz alleine. Ja gut, ja. Dann werden wir ein besonderes Augenmerk auf Unterhaching legen und jeden Fehltritt penibel notieren und entsprechend beschimpfen. Wir? Du auch? Na klar, ich gucke da jetzt durch. Könnte ich ja nicht allein lassen in deinem Hass. Ja, ich finde, das muss man jetzt aber auch so kultivieren. Also man könnte ja sagen, weil das ist jetzt lange her oder so, aber ich finde so, muss ja auch so ein bisschen Spannung erzeugen jetzt. Und ja. Ich werde jetzt nicht auf einmal lieb haben, nur weil ich alle anderen. Gut. Gut, dann eigentlich noch eine schöne Ergänzung zum letzten Mal. Da hatten wir ja uns so ein bisschen lustig gemacht über die diversen Rivalitäten mit anderen Vereinen. Zum einen die Geschichte mit dem FSV Frankfurt, ich glaube, wir hatten es hier auch schon mal erwähnt, wo das herstammt. Bevor ich das jetzt aber selbst wiedergebe, verweise ich einfach auf einen Artikel oder so eine kleine, wie sagt man, eine Chronologie oder die Geschichte der Taunus-Torpedos, einen mittlerweile kaum noch existenten Fanclub des SVW in Wiesbaden. Und da der Klaus Martin, der auch das Forum betreibt, der hatte da vor langer Zeit mal da so ein bisschen so die so einige Geschichten aus den Oberliga- und Regionalliga-Jahren, irgendwie so von 97 bis 2001 ungefähr, mal so ein bisschen zusammengetragen. Und da wird auch so ein bisschen die Rivalität mit dem FSV erklärt, wo es dann halt auch mal irgendwie, keine Ahnung, was da vorgefallen war und so weiter. Gebe ich jetzt hier an der Stelle nicht wieder, aber ich verlinke nochmal. Da waren doch aber dann diejenigen, die das jetzt so irgendwie noch weitertragen, noch gar nicht auf der Welt, oder? Ja, aber wir rufen auch 1926, da waren wir auch noch nicht auf der Welt, sondern ja. Du rufst das. Wir alle rufen das. Wir haben doch ich rufe immer nur SR18. Genau. Mehr kann ich mir eh nicht merken. Ja, sehr gut. Weißt du nicht mal, wie der Hund heißt? Ja, wenn wir das jemals erfahren, werde ich das nie wieder vergessen. Gut, also jedenfalls, da kann man nochmal, wenn man möchte, die Geschichte mit dem SV nachlesen. Ja. Und was es mit Regensburg auf sich hat, das erklären wir euch nach der nächsten Maus. Nein, das erklärt euch jetzt der Micha, der war nämlich so freundlich. Auf Chinesisch. Nee, ganz, ganz regulär. Der war nämlich so freundlich und hat uns das mal erzählt, beziehungsweise aufgenommen und uns das Soundfile geschickt. Und das hören wir uns jetzt mal an. Das sind jetzt 4 Minuten. Ja, genau. Achtung, los geht's. Ja, servus, hier ist der Michael und ich bin Gunnars Aufruf gefolgt und versuche die Frage zu beantworten, warum es eine Rivalität zwischen dem SVW in Wiesbaden, zumindest einem Teil der Anhänger des SVW in Wiesbaden und der von Jahn Regensburg gibt. Dazu müssen wir ein paar Jahre zurückblicken, und zwar zu Zeiten, als der SVW in Wiesbaden noch SVW in Taunusstein hieß und auf dem Hallberg gespielt hat. Da gab es im Prinzip nur zwei nennenswerte Fangruppierungen. Die einen sind, die waren die Hallberg-Trems und dem Vorsitz von Linda Hanf, die ja leider viel zu früh verstorben ist, und des anderen waren eben die Psychopathen Wehen. Eine Gruppe von 10 bis 12, glaube ich, jungen Erwachsenen, mit denen ich auch die ein oder andere Auswärtsfahrt gemeinsam gemacht habe. Und die hatten sich
zu Regionalliga-Zeiten eben mit Anhängern des SSV Jahn Regensburg angefreundet und haben da eben eine Fanfreundschaft entwickelt. Und nachdem dann in dem Aufstiegsjahr irgendwann feststand, dass der Verein sich in SVW in Wiesbaden umbenennen wird und auch seine Heimspiele dann in der in dem Jahr gebauten dann oder noch zu bauenden Britta Arena in Wiesbaden eben ausführen wird, haben sich die Psychopathen Wehen dazu entschieden, den Schritt nach Wiesbaden nicht mitzugehen, da sie weder mit der Namensänderung noch mit dem Umzug nach Wiesbaden einverstanden waren. Die Fanfreundschaft der Jungs zu Regensburg ist aber geblieben, oder beziehungsweise die Freundschaft war es dann ja nur noch. Das hat auch dazu geführt, dass sie beim ersten Spiel von Regensburg in Wiesbaden sich, glaube ich, auch mit denen getroffen haben und auch dann so bei so Aktivitäten wie Wiener Markt oder so da als Gruppe auch noch aufgetreten sind. Was wiederum dazu geführt hat, dass die teilweise neuen Anhänger des SVW in Wiesbaden, gerade die Jüngeren, sich eben mit den Psychopathen unter der Gruppierung so ein bisschen angelegt haben. Und so hat das eben dazu geführt, dass die Freundschaft der Psychopathen, die dem Verein SVW in Wiesbaden den Rücken zugekehrt haben, dazu geführt haben, dass es eben eine Rivalität zwischen Regensburg und Wien Wiesbaden gab, zumindest wie gesagt von Teilen der Fans. Und diese, ja, in Anführungsstrichen Rivalität ist eben dann bis heute bestehen geblieben, zumindest in den Köpfen einiger. Und das ist meine Erklärung, weshalb es eben zu dieser ungewöhnlichen Rivalität kommt. Wie gesagt, vorherige Fanfreundschaft einer nicht mehr existenten Gruppierung und die darauf folgenden Konsequenzen. Lustige Randnotiz dazu, der jetzige Bürgermeister der Gemeinde Hohenstein ist übrigens ein ehemaliges Mitglied der Psychopathen Wehen. So weit kann man es bringen, wenn man dann eben dann doch die richtigen Prioritäten im Leben setzt. Das nur als Randbemerkung und viel Spaß mit dem Podcast. Tschö. Ja, vielen Dank, Micha. Schöne Erklärung. Ich hatte das tatsächlich schon mal irgendwann gehört, aber wieder völlig vergessen. Also das war mir völlig entfallen, aber diese Dreiecksgeschichte mit dem Psychopathen. Interessante Geschichte, dass es eigentlich aus einer Freundschaft entstanden ist. Ja, genau. Doch irgendwie ungewöhnlich. Aber also vielen Dank für die Erklärung. Ja. Genau. Auch, haben wir wieder was gelernt. Jetzt auch mal so als Hinweis oder eine Aufforderung an die Hörer im Allgemeinen, wenn ihr irgendwie was hier beitragen wollt, wenn ihr auch irgendwie was Interessantes habt hier an, keine Ahnung, Geschichten rund um wen oder auch wenn ihr Fragen habt oder keine Ahnung, könnt ihr uns auch gerne als Audio-File schicken. Wir spielen das auch gerne ein, wenn uns das. Wir spielen alles ab, was wir kriegen, alles. Ja, gut, kann man jetzt mal pauschal behaupten, so wie wir nicht kommen, ja. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Schmähgesänge geht auch, ja. Ach komm, haut einfach raus. Wir spielen alles. Schickt uns was. Ja. Finden wir gut, spielen wir gerne ein. Ja. Schickt uns was. Wie immer nehmen wir natürlich auch gerne Bewertungen, Rezensionen, so ein Zeug. Ansonsten Kommentare, wie üblich auf Twitter, Facebook, im stehblock.de könnt ihr kommentieren. Und neu, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die ganzen Podcast-Folgen gibt es jetzt auch auf YouTube. Halt dann mit einem Standbild von dem Podcast-Logo, aber wer auch immer gerne sich auf YouTube lieber uns anhören möchte, kann das auch tun. Ich habe die bisherigen Folgen da auch schon hochgeladen. Der Kanal heißt Niemals Erste Liga.
Wie überraschend. Und jetzt diese neue Folge sollte dann da auch automatisch da drin erscheinen, wenn nicht alles schief geht. Und auch da könnt ihr dann irgendwie bewerten oder Kommentare schreiben oder sonst irgendwas, wenn euch das lieber ist. Ja, ansonsten hätten wir noch die Frage an euch da draußen, ist der Turnus so wie er ist, also ungefähr einmal im Monat für euch okay? Und dafür dann ja zunehmend länger werdende Folgen. Ich sehe, ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon weit über die 2 Stunden schon wieder hinaus. Das hört sich doch kein Mensch an. Wahrscheinlich nicht, nee. Oder hättet ihr es vielleicht lieber kürzer und dafür öfter? Ich kann noch nicht versprechen, dass das auch wirklich regelmäßig klappt, wobei es mir eigentlich auch lieber wäre, so ein bisschen aktueller zu werden. Und ja, vielleicht irgendwie so alle 2 Wochen oder sowas aufzunehmen. Also wöchentlich oder sowas, das kriegen wir bestimmt nicht hin, aber vielleicht so alle 2 bis 3 Wochen, dass man dann auch nicht so viel immer auf einmal dann zu bereden hat. Ja, da könnt ihr auch mal eure Meinung kundtun, wie euch das gefallen würde. Wir machen das ja schließlich nicht nur für uns alleine, sondern auch für euch da draußen und da ist uns eure Meinung natürlich lieb und wichtig. Habe ich noch irgendwas vergessen, Sonja? Das war wundervoll. Ein herzliches Schlusswort. Gut, dann würde ich sagen, soll uns das mal für genau heute genügen. Wir hören uns dann, ja. So konkrete Pläne habe ich nicht, aber wie gesagt, die Saison geht ja schon bald wieder los. Vielleicht machen wir mal zwischendurch sowas, wenn auch die Kaderplanung so im Groben abgeschlossen ist. Wenn Vielleicht wir uns dann. vielleicht auch ein paar Testspiele angeguckt haben, das Ja. wäre schön. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also wie ab Anfang Juli bin ich dann weg. Vielleicht schaffen wir noch vorher eins, irgendwie so Ende Juni. Ansonsten halt Das sollten erst. wir schaffen, weil ich bin dann auch erstmal weg. Genau, ansonsten sind wir dann schon wieder eigentlich schon in der laufenden Saison. Also mal gucken, ob wir. Ich denke mal, dass wir Ende Juli noch eine Folge noch hinkriegen. Im Zweifelsfall dann halt einfach eine kürzere. Und irgendwann schaffen wir Ja, es auch noch das mit ein klappt doch eh paar. nicht. Irgendwann schaffen wir es auch noch mit ein paar anderen Interviews. Da müssen wir allerdings noch ein paar Sachen dazu vorbereiten. Das liegt ja dann nicht nur an uns. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Oder auch wenn ihr nur die Hälfte gehört habt, dann kriegt ihr halt jetzt den Dank nicht mehr mit. Aber Aber danke. trotzdem. Ja, genau. Danke, dass ihr da seid. Tschüss. Schön, dass ihr da seid. Wir lieben euch alle. Wir haben den Hessen-Pokal gewonnen. Wir haben den besten Trainer der Welt. Das ist alles Ja. wunderbar. Soll ich zum Schluss nochmal Hessen-Pokalsieger einspielen? Jeden Fall. Das machen wir nochmal. Okay, also tschüss, bis bald. Ciao.